one seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they come raising the sound, oh, hill and clear, telling a tale. Gay in the ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, 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 merry Christmas song. Merry, 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 merry Christmas. Oh, on this end, oh, in the bed, they are to return to every home. Hark on the bells, sweet silver bells, all seem to say, folk has arrived. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the poor. Ding-dong, ding-dong, that is the song, with joyful ring or caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, all the poor, praising the soul, or hill and hair, telling a tale. Hey, in the ring, while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Ding-dong, ding-dong, merry Christmas song, with joyful ring, merry Christmas. Magnifizenz, Spektabilitäten, verehrte Ehrengäste, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Sigmar Gabriel. Im Namen der Universität Bayreuth und des Universitätsvereins mit seinem Vorsitzenden Herrn Eggers darf ich Sie ganz herzlich zu der diesjährigen Weihnachtsvorlesung einladen mit dem Titel Frieden und Gerechtigkeit weltweit. Wir haben schon drüber gesprochen. Der Außenminister fand das weltweit, dass ich da irgendwie da das hineingeschrieben hätte in seine Formulierung. Wir werden sehen. Ich glaube, du kannst es wirklich beurteilen. Aufgaben und Möglichkeiten der deutschen Außenpolitik. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie da sind. Indem wir uns zur Weihnachtsvorlesung hier zusammenfinden, kann man immer leicht erkennen, dass ein Jahr wieder zu Ende gegangen ist. Die letzte Semesterwoche steht an und viele Lebensereignisse eines jeden von uns werden uns intensiver beschäftigen, als das vielleicht in den Zeiten davor gewesen ist. Hoffentlich jedenfalls. Das ist einer der Gründe, warum wir die Weihnachtsvorlesung einmal eingeführt haben, weil wir wollten und wollen, dass wir auch gemeinsam unsere Lebenserfahrungen des Jahres miteinander teilen. Da sind viele Dinge international passiert, aber vor allen Dingen sind auch viele Dinge im persönlichen Umfeld passiert. Jeder Einzelne von Ihnen, von euch, wird sich wahrscheinlich daran erinnern, beziehungsweise wird merken, dass das Leben sich verändert hat durch Geburt auf der einen Seite, vielleicht durch eine Erkrankung oder aber durch einen Erfolg auf der anderen Seite oder auch, weil wir einen lieben Menschen verloren und verabschiedet haben. All diese Möglichkeiten werden wir nachempfinden, reflektieren. Und insofern ist das Ende des Jahres immer schon ein ganz besonderer Moment, weil wir diese Veränderungen besonders merken. Es ist aber auch natürlich ein Moment, in dem wir nochmal überlegen, ob wir die liebgewonnenen Selbstverständlichkeiten, die hier und da unser Leben besonders auszeichnen, aus welchen Gründen auch immer verabschieden müssen. Viel, da haben wir darüber diskutiert in Vorlesungen und Seminaren, geht auf Veränderung, auf wirkliche substanzielle Veränderung in einem digitalen Zeitalter hinaus. Und gleichzeitig haben wir doch nicht selten das Gefühl, alles sollte so bleiben, wie es ist. Denn eigentlich ist es nicht nur in Bayreuth und auf diesem Campus doch ganz schön. Wir haben gerade diskutiert mit Menschen, die sich für Flüchtlinge einsetzen, für solche, die abgeschoben worden sind. Und daran kann man schnell merken, auch das Jahr 2017 ist kein Jahr gewesen, in dem Frieden und Gerechtigkeit weltweit sich verstärkt hätte, sondern ein Jahr, wenn man es so betrachtet, in dem Befürchtungen wahr geworden sind.
seien es die Veränderungen in der Türkei, in den USA, aber auch bei uns hier in Europa. Der Osten, in Anführungsstrichen, die Ostländer liegen ja nicht weit entfernt von uns. Und man kann auch sagen, dass die Welt, so jedenfalls kann man es spüren, obwohl sie enger zusammenwächst, kälter geworden ist. Viele Menschen und Gruppen, ganze Staaten, fokussieren sich immer stärker auf ihre Nationalität und ihre Herkunft, anstelle der Freude über eingerissene Mauern und offene Grenzen, die gerade diesen Bereich unseres Landes besonders prosperieren haben lassen, den wir hier in Bayreuth ganz besonders als positiv merken. Darum ist die Weihnachtsvorlesung immer auch ein Moment, darüber nachzudenken, wie wir mit unseren Entwicklungen, mit den Dingen, die uns selbst verändert haben, umgehen, wie wir unsere Befürchtungen reflektieren und vielleicht sie auch dazu einbringen können, etwas Positives zu formen. Ganz persönlich in unserem Leben, aber auch in der Gemeinschaft und, wo immer uns das möglich ist, auch in der sich verändernden Welt. Für Freiheit, Toleranz und Gerechtigkeit dafür einzutreten, das ist eines der wichtigen Punkte, die wir versuchen, an dieser Universität zu vermitteln. Und ich denke, das gelingt uns nicht nur, weil wir es vermitteln, sondern weil wir junge Menschen haben, die auch deshalb hier studieren. Und insofern freue ich mich sehr, dass den Jahresrückblick zwei unserer Studierenden machen werden, nämlich die hier vorne sitzenden Maren Steinmann und Lukas Heinze. Maren Steinmann studiert im dritten Semester Master Gesundheitsökonomie und Lukas Heinze ist der Vorsitzende des Studierendenparlaments im fünften Semester Jurastudierend. Bitte kommt nach vorne, wir freuen uns auf euren Jahresrückblick. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, auch wir heißen euch hier herzlich zur Weihnachtsvorlesung 2017 willkommen. Wir haben ja gerade schon gehört, die Begrüßung wird uns jetzt ein bisschen vorweggenommen. Wir, das sind einmal Maren Steinmann neben mir, die eben HIWI am Institut für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften unter Leitung von Professor Nagel ist. Dem IMG sei an dieser Stelle auch nochmal für die tolle oder für die Organisation dieses tollen Veranstaltungsformats gedankt. Ja, und ich darf euch Lukas Heinze vorstellen. Er studiert Jura im fünften Semester und ist hier heute in seiner Funktion als Vorsitzender des Studierendenparlaments unserer Uni. Der Titel der diesjährigen Weihnachtsvorlesung, auch das haben wir schon gehört, der lautet Frieden und Gerechtigkeit weltweit, Aufgaben und Möglichkeiten der deutschen Außenpolitik. Wir freuen uns sehr, also auch als Studierende, dass wir den geschäftsführenden Bundesaußenminister Sigmar Gabriel für die heutige Veranstaltung hier gewinnen konnten. Allerspätestens seit dem ersten Glühwein im Winterdorf sind wir doch schon alle in vorweihnachtlicher Stimmung. Voller Vorfreude haben wir vor langer Zeit unsere Tickets gebucht, um endlich ein paar Tage in der Heimat verbringen zu können. Und ganz gleich, welche Traditionen dabei unsere Familien zu Weihnachten pflegen, so ist ein noch eines gemeinsam. Die Besinnung auf das Wichtige, dass man sich die Zeit nimmt, um im Kreise der Familie oder mit Freunden ein schönes Fest zu verbringen und die gemeinsame Zeit zu genießen. Doch das alles ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Deswegen ist die Weihnachtszeit aber auch ein Anlass, um innezuhalten und um nachzudenken. Nachzudenken über die derzeitige Situation, die wir hier in Deutschland, in Europa und der Welt haben. Zudem sollte man die Zeit aber auch nutzen, sein Leben um das Treiben um sich herum kritisch zu reflektieren. Unsere Generation hatte das Glück, weitestgehend in Frieden und in einem vereinten Europa aufzuwachsen. Dabei haben wir dies im Wesentlichen unserem politischen Wertesystem zu verdanken, welches mit dem Grundgesetz einen Wertekonsens schafft, der auf Freiheit, Gleichheit und Solidarität basiert. Grundlegende Elemente unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung sind natürlich vor allem die Menschenwürde, aber auch die Möglichkeit, dass wir hier weitestgehend ein selbstbestimmtes Leben führen können. Zudem ermöglicht uns das Wahlrecht die Partizipation an einer dynamischen, lebhaften Demokratie. Wir kommunizieren doch auf jede erdenkliche Weise, sei es jetzt durch Schrift, Sprache oder auf ganz andere Art. Diese Kommunikation ist dabei ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Und gerade dies ermöglicht doch eine lebhafte Demokratie. Denn freie Meinungsäußerung bedeutet doch schließlich, dass wir ganz frei mit unseren Freunden oder in der Öffentlichkeit diskutieren dürfen. Und für uns ist es dabei selbstverständlich, politische Fragen ansprechen zu können und die Regierung kritisieren zu können, ohne dabei Konsequenzen seitens des Staates befürchten zu müssen.
Neben diesem Recht auf freie Meinungsäußerung besitzen wir aber auch viele andere Grundrechte, beispielsweise die Berufsfreiheit, Versammlungsfreiheit oder auch die Eigentumsgarantie. Diese Grundrechte schützen uns als Bürger vor willkürlichen und unverhältnismäßigen Eingriffen seitens des Staats. Und für unsere Generation ist es ein ganz großes Privileg, dass uns Freizügigkeit garantiert wird und wir inzwischen ohne intraeuropäische Grenzen fast jeden Winkel unseres Kontinents bereisen können, ohne dass wir Grenzkontrollen haben und ohne dass wir ein Visum beantragen müssen. Diese Grundrechte ermöglichen uns so ein Leben, für das uns wirklich ganz, ganz weite Teile der Welt beneiden. Ein wesentlicher Punkt ist auch der Minderheitenschutz, der in unserem Land garantiert wird. Jeder Mensch kann in unserem Land unabhängig von seiner Religion, seiner Ethnie oder seiner Sexualität ohne Angst vor Verfolgung leben. Und all diejenigen, die eben aufgrund dieser Punkte in ihrem Heimatland verfolgt werden, diejenigen bekommen in unserem Land, in unserem Kontinent Schutz. Unsere offene Gesellschaft ermöglicht es zudem, dass beispielsweise Menschen mit Migrationshintergrund auch in unserem Land weiterhin ihre Sprache verwenden können und auch ihre Tradition und Kultur weiterpflegen. Wir leben in einem dynamischen Wertesystem, das einem ständigen Prozess der Weiterentwicklung unterworfen ist. Dies sieht man beispielsweise auch an der in diesem Jahr verabschiedeten Gesetzesänderung für gleichgeschlechtliche Ehen. Die Möglichkeit für homosexuelle Paare nun auch heiraten zu können, ist dabei ein ganz klares Zeichen für die Offenheit und Toleranz unserer Gesellschaft. Zudem wird auf diese Weise unterstrichen, was im Grunde eigentlich ganz selbstverständlich ist, nämlich, dass jeder Mensch die gleichen Rechte hat. Aber auch unser Wertesystem sieht sich immer wieder Angriffen entgegengesetzt. Angriffe gegen unsere freie und pluralistische Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die sich gerade durch ihre Diversität auszeichnet. Und auch in den letzten Jahren haben Gegner unseres Wertesystems immer wieder versucht, dieses zu zerstören. Im letzten Jahr wurde die Stille und Besinnlichkeit der Adventszeit getrübt durch den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. Dieser kostete 12 Menschen das Leben. Dann im April verübte ein Attentäter einen Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund vor dem Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco. Wie sich herausstellte, wollte der Täter dann durch das Attentat den Kurs der BVB-Aktie in den Keller treiben, um so über zuvor gekaufte Verlustoptionen Geld zu verdienen. Im Sommer diesen Jahres kam es schon bereits im Vorfeld zu einer massiven Globalisierungskritik gegen den G20-Gipfel in Hamburg. Dieser mündete in massiven Protesten und Ausschreitungen. Und ihr alle habt sicher noch die Bilder der Berichterstattung im Kopf, die eingeschlagenen Schaufenster oder brennenden Autos zeigte. Und erst vor wenigen Wochen wurde der Bürgermeister der Stadt Altena brutal attackiert. Das war für mich besonders schockierend, da Altena tatsächlich meine Nachbarstadt ist, mein Bruder dort Abitur gemacht hat, meine Mutter dort arbeitet. Also der Terror war da wirklich sehr, sehr nah. Und das zeigt auch, dass die Gewaltbereitschaft in unserer Gesellschaft sogar gegen Amtsträger stetig zunimmt. Diese furchtbaren Ereignisse trüben die Erinnerung an das vergangene Jahr in Deutschland. Aber trotzdem ist es ein Privileg, dass wir in Frieden aufwachsen konnten. Und vor allen Dingen sollten wir es auch als Privileg sehen, dass wir die Möglichkeit haben, beispielsweise die Uni besuchen zu können. Denn während wir alle hier gerade im Warmen in einer Universität sitzen, flüchten andere in unserem Alter tagtäglich vor Krieg und Verfolgung. Die Menschen fragen sich dann morgens nicht, was sie denn anziehen sollen, Stichwort First World Problems. Sie fragen sich vielmehr, ob sie den nächsten Morgen überhaupt noch erleben dürfen. Im Zuge der Reflexion der politischen Geschehnisse des vergangenen Jahres sollten wir aber auch einen Blick auf die globale Situation außerhalb Deutschlands werfen. Denn längst endet unser Leben nicht mehr an den nationalen Grenzen, weshalb auch der politische Diskurs nicht mit Scheuklappen betrachtet werden sollte. Vielmehr bedeutet Außenpolitik doch auch immer einen Blick über den Tellerrand. Und dabei nimmt Deutschland eine ganz zentrale Rolle ein. Wir sind Herzstück und Motor eines vereinten Europas und unsere Stimme für Frieden hat globale Bedeutung. Zeigt sich schon alleine daran, dass Angela Merkel ja eigentlich weltweit als die, ja, ich sag mal, einflussreichste Frau anerkannt ist. Und gerade aufgrund dieser immensen Bedeutung, die wir hier haben, ist es gerade so entscheidend, wie wir unsere Außenpolitik gestalten. Betrachten wir die Ereignisse des vergangenen Jahres, so stellen wir fest, wir leben in turbulenten Zeiten. In den Vereinigten Staaten, die sind eigentlich in der Vergangenheit immer ein zuverlässiger Partner für uns hier in Deutschland und Europa gewesen. Nun erleben wir seit knapp einem Jahr einen tatsächlich unberechenbaren Präsidenten Donald Trump, welcher sich dann etwa im Laufe des Jahres einen fortwährenden Schlagabtausch mit Kim Jong-un geliefert hat. So erfolgte etwa im November ein erneuter Test einer sogenannten Interkontinentalrakete, welches auch die bisher am weitest reichende Rakete Nordkoreas ist. Laut nordkoreanischen Medien könnte diese sogar US-amerikanische Großstädte erreichen. International wurde dieser Test stark kritisiert. Und
Trump reagierte auf diese Provokation mit weiteren Sanktionen. Auch das Verhältnis zu Russland kühlte sich im letzten Jahr zunehmend ab. Doch wir müssen gar nicht unbedingt erst auf andere Kontinente schauen. Die letzten Jahre wurden in Europa politisch ganz massiv durch die Flüchtlingskrise geprägt. Sie hat uns leider gezeigt, dass der europäische Zusammenhalt momentan auch an seine Grenzen stößt. Dabei ist es doch in so einer internationalen Krise ganz, ganz entscheidend, dass man die Probleme gemeinsam löst. Die Europäische Union ist als Gemeinschaft stärker als jeder einzelne Nationalstaat für sich. Deswegen ist auch meine Meinung, es braucht in Zukunft mehr Europa und kein Europa der Nationalstaaten. Wir brauchen ein Europa der Freizügigkeit und kein Europa der Grenzzäune. Und selbst in unseren Nachbarstaaten wird auch immer wieder an den Grundpfeilern der Demokratie gerüttelt. Die umstrittene Justizreform Polens soll der Regierung beispielsweise unter anderem erlauben, dass sie Richter am obersten Gerichtshof entmachten oder ernennen können, was faktisch das Ende einer unabhängigen Justiz bedeuten würde. Seit fast 300 Tagen sitzt Deniz Yüksel in der Türkei im Gefängnis. Das ist eine Situation, die unserem Rechtsstaatsempfinden hier in Deutschland zutiefst zuwiderläuft. Und es ist zweifelsohne auch ein tiefer Einschnitt in unsere Pressefreiheit. Aber gerade die Pressefreiheit ist auch einer der wichtigsten Grundpfeiler unseres demokratischen Wertesystems. Das liegt daran, dass die Presse in einem demokratischen Staat eine ganz wichtige Aufgabe übernimmt. Sie ist meist neutraler Berichterstatter über die Geschehnisse in und außerhalb eines Landes. Auch durch sie wird die Öffentlichkeit auf Missstände in der Gesellschaft aufmerksam gemacht. Beispielsweise eben Missstände beim Thema Gerechtigkeit, welches doch einer der Garanten für ein friedliches Zusammenleben und ein Garant unseres Wertesystems darstellt. Doch was ist Gerechtigkeit eigentlich? Gerechtigkeit basiert auf der Idee, den Ausgleich zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Interessen zu schaffen. Also im Grunde die Gleichbehandlung aller Menschen. Aber jeder Mensch oder jeder von uns definiert Gerechtigkeit in Bezug auf seine individuelle Position ganz anders. Daher ist es auch unbedingt notwendig, die Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit dieses Begriffs zu berücksichtigen. Ist eine Gesellschaft dann gerecht, wenn sie den Schwachen hilft, indem der Wohlstand der Reichen auf sie umverteilt wird? Stichwort Millionärssteuer. Da wäre eine Idee, dass Millionäre in Zukunft mit einem deutlich höheren Steuersatz belastet werden, um dann mit diesen Mehreinkünften gezielt Geringverdiener und sozial schwache Menschen zu unterstützen. Oder ist es etwa dann gerecht, wenn derjenige viel bekommt, der viel leistet? Eine Gesellschaft funktioniert nur dann, wenn alle einen Beitrag zur Wertschöpfung leisten. Anreize durch Mehrverdienst wären dann somit vermeintlich für die Funktion des Wirtschaftssystems notwendig. Vielleicht ist es aber auch gerecht, wenn alle Menschen die gleiche Chance zur Selbstwirklichung gegeben wird. Beispielsweise durch eine Bildungspolitik, die die Stärken des Einzelnen fordert und seine Schwächen fördert. Das alles sind aber nur einige der Begriffe von Gerechtigkeit, die im politischen Diskurs verwendet werden und je nach politischer Strömung dann unterschiedlich stark in den Vordergrund geraten. Gerechtigkeit und vor allen Dingen der Sinn für Ungerechtigkeit werden in Anbetracht der globalen Situation immer relevanter. Das Gefühl der Ungerechtigkeit ist dabei ein ganz wesentlicher Faktor für die wachsenden Ausschreitungen in und um Europa. Die zunehmende Polarisierung in unserer Gesellschaft entsteht doch schließlich gerade dadurch, dass sich Menschen im Stich gelassen fühlen und ihre Wut und Angst auf andere, zumeist schwächere Gesellschaftsgruppen projizieren. Und damit wären wir auch beim Thema der heutigen Weihnachtsvorlesung angekommen. Frieden und Gerechtigkeit weltweit. Wir sind uns sicher, dass wir mit Sigmar Gabriel einen fantastischen Redner für dieses Thema zu uns hier nach Bayreuth holen konnten. Abschließend möchten wir euch noch einmal daran erinnern, dass es Weihnachten nicht nur um die teuersten Geschenke geht. Gerade im Hinblick auf die vielen anderen Menschen, die Weihnachten nicht im Kreise ihrer Liebsten verbringen können, sollte doch vielmehr das Zusammensein und das Gefühl der Herzlichkeit und Geborgenheit im Vordergrund stehen. Wir hoffen aber auch, dass wir euch mit unserem Beitrag ein klein wenig zum Nachdenken anregen konnten. Denn bei allem Ärger, den wir so im Alltag erleben, ist es wichtig, dass wir auch die Dankbarkeit für die vielen Dinge zeigen, die eben in unserem Leben als selbstverständlich hingenommen werden, aber es eben nicht überall sind. Nutzt die anstehenden Festtage also auch, um einfach mal Danke zu sagen. Und das nicht nur, weil es vielleicht das neue iPhone X unterm Weihnachtsbaum liegt. Und auch generell würde ich mir im Alltag wünschen, dass wir mehr miteinander reden als übereinander und einen respektvolleren Umgang und weniger bashy. Und nun freuen wir uns sehr auf den Vortrag von geschäftsführenden Bundesaußenminister Sigmar Gabriel. Wir bedanken uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und allen voran wünschen wir euch natürlich frohe Weihnachten.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, ihr habt gesehen, dass sozusagen die Punkte, die wahrscheinlich jeden von uns an einer Stelle besonders bewegt haben in diesem Jahr, hier noch einmal Revue passiert worden und dass wir damit vielleicht eine gute Grundlage haben für den Vortrag, den wir jetzt gleich hören werden. Wir haben Sigmar Gabriel natürlich nicht deshalb eingeladen, weil wir das Gefühl haben, er wäre schlicht und ergreifend nur ein sehr guter Redner, was er ohne Frage ist und was allgemein bekannt ist. Das ist nicht der Sinn und nicht der Zweck unserer Weihnachtsvorlesung. Wir haben auch ihn nicht eingeladen, weil er ein Spezialist wäre für das sozusagen zentrale Ereignis, was wir heute nicht gehört haben von euch, was ja eine unterschiedliche Sichtweise des Lebens auch nochmal deutlich macht, nämlich das Reformationsjubiläum 2017. 500 Jahre Reformation ist etwas, was im Hinblick auf die Punkte, die ihr genannt habt, natürlich eine ganz entscheidende Landmarke war im Hinblick auf die Wahrnehmung der Würde des Einzelnen, im Hinblick auf die Frage, gibt es eine gerechte Verteilung von Mitteln, das war etwas ganz anderes damals noch, und gibt es tatsächlich Geschwisterlichkeit, die Reformation sozusagen als Moment, wo die Aufklärung nochmal eine klare und deutliche auf die Werte, die ihr genannt habt, bezogene Entwicklung bekommen hat und von der wir wissen, dass sie leider nicht Frieden und Gerechtigkeit im ersten Schritt gebracht hat, sondern dass die Umsetzung sozusagen dieser Ideen, die hier eine zentrale Rolle spielen, im Wesentlichen erst Revolutionen hervorgebracht hat und über die Revolutionen tatsächlich eine Veränderung langsam und schrittweise über Jahrhunderte entstehen konnte. Nein, wir haben Sigmar Gabriel eingeladen, auch nicht, weil er auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin gerade zu solchen Themen gesprochen hat, sondern weil wir zu unserer Weihnachtsvorlesung Menschen in den Gesprächen mit den Studierenden, mit den Mitarbeitern dieser Universität und unseren Fakultäten auswählen, die eine besondere Authentizität haben. Und Authentizität heißt dabei nicht, dass man immer bei der gleichen Meinung bleibt, sondern Authentizität heißt, dass es letztendlich eine Situation ist, dass ein Mensch ein Vorbild dafür sein kann, Grundaspekte seines Lebens auch umzusetzen im Alltäglichen und tatsächlich dann als Vorbild dienen zu können. Das ist der wesentliche Grund, warum wir dich, lieber Sigmar, eingeladen haben und uns sehr gefreut haben, dass du zugesagt hast, wohl wissend, dass als wir diesen Termin vereinbart haben, noch gar nicht ganz klar war, welche sozusagen Position in deinem Leben gerade ansteht. Diese Authentizität sozusagen ist von jemandem, der aus Goslar kommt und ursprünglich Gymnasiallehrer war, bevor er hauptamtlich in die Politik gewechselt ist, besonders nachzuvollziehen, natürlich in seinen gesellschaftspolitischen Aktivitäten. Sigmar Gabriel ist ein Falke. Die meisten werden sagen, das ist aber die Deklaration sozusagen von ganz strengen, ganz konservativen Personen im politischen Spektrum. Dabei vergessen sie, dass die sozialistische Arbeiterjugend Deutschlands diesen Namen Falken getragen hat und glaube auch heute immer noch trägt. Und dass das eine andere Sozialisation ist, als wenn sie primär mal in eine politische Partei gehen, in der Jugendorganisation sich sozialisieren und dann irgendwie, entweder positiv oder negativ von einer Partei angezogen, primär politisch aktiv werden. Es ist eine Grundaussage im Hinblick auf sozialpolitisches Engagement und insofern ist deine entsprechende Aktivität dann vielleicht sogar nachvollziehbarerweise, hat dein gesellschaftliches politisches Engagement dazu geführt, erst in den Niedersächsischen Landtag zu kommen, dort Fraktionsvorsitzender zu werden, 1999 bis 2003 Ministerpräsident des Landes Niedersachsen und 2005 in den Deutschen Bundestag gewählt zu werden. Es ist das Ringen um eine bessere Welt in vielfältigen Verantwortungen, 2005 bis 2009 als Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2013 bis Anfang 2017
als Bundesminister für Wirtschaft und Energie und, wie wir alle wissen, seit Beginn des Jahres als Bundesminister des Auswärtigen. Und es ist der Respekt und die Hochachtung vor einer Person, die von 2009 bis zum März 2017 Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands gewesen ist und damit eine ganz wesentliche Grundlage in seinem Engagement darin bestand, den Parlamentarismus, sozusagen das Engagement und die Grundlagen für unsere Demokratie wirklich zu bearbeiten. Und jeder, der schon mal auf einem Parteitag war, weiß, dass das alles andere als eine Spaßveranstaltung ist. Aber es ist etwas Großartiges und darüber, denke ich, gibt es auch viel besonders positive Resonanz für sein Wirken. Unter diesen Gesichtspunkten haben wir uns sehr gefreut und freuen uns jetzt, Ihnen, sehr geehrter Bundesaußenminister, dir, lieber Sigmar, zuzuhören und über Frieden und Gerechtigkeit, Aufgaben und Möglichkeiten der deutschen Außenpolitik zu hören. Wir sind gespannt auf deinen Vortrag. Vielen Dank, lieber Eckhard Nagel. Ich bin ja froh, dass du mich nicht mit Spektakularität angeschickt hast. Ich habe schon gedacht, um Himmels Willen. Vielen Dank für die Einladung, meine Damen und Herren. Ich bin gerne gekommen, obwohl ich zugeben muss, dass die Einladung zu einer Vorlesung jedenfalls nicht dazu führt, dass man gut redet, sondern dann liest man. Und ich bin auch gar nicht so sicher. Ich gekommen bin, dachte ich, bis ich kurz bevor ich hierher kam, wir würden miteinander diskutieren. Jetzt habe ich gehört, nee, machen wir auch nicht. Also ich mal gucken, vielleicht kriegen wir ja doch noch was hin. Es wird jetzt dann eben doch eine Vorlesung mit relativ, hoffentlich jedenfalls relativ inhaltsreich. Trotzdem wollte ich zu Ihnen beiden was sagen, weil ich gedacht habe, eigentlich müssten wir jetzt ein bisschen einsteigen in die Diskussion. Sie haben ja zu Recht beschrieben, welche Freiheiten und Rechte unserer Verfassung gibt. Meine erste Frage ist, gibt es eigentlich auch Pflichten? Oder wie Böckenförde, Sie sind ja Jurist, mal gesagt hat, die Verfassung hat Voraussetzungen, die sie selbst nicht schaffen kann. Ich würde sagen, dazu gehört auch das Verständnis von individuellen und gesellschaftlichen Pflichten, die die Voraussetzung dafür sind, dass Freiheiten auf Dauer gewährleistet sind. Pflicht ist aber was irgendwie ein bisschen aus der Mode gekommen ist in unseren Gesprächen. Zweite Bemerkung, Sie beschreiben sozusagen, wie diese Vorstellung, die unsere Verfassung von Ihnen ja richtig, oder Ihnen beiden richtig zitiert ist, dass die auch unter, sagen wir, Attacke steht. Zweite Frage, über die man reden müsste, ist es eigentlich so, dass die alle nur blöd sind, nicht genug an der Uni Bayreuth waren? Die unseren, also Ihnen und meinen, wir drei haben da die gleichen Vorstellungen, die dem nicht folgen, sind die einfach blöder als wir? Oder was bewegt die dazu, dass sie mit dieser Welt, wie Sie sie beschreiben, nicht klarkommen? Drittens, wenn Sie Europa beschreiben und wir gleichzeitig feststellen, dass es in Europa auch ganz andere Auffassungen gibt, müssen die eigentlich deutscher werden, damit Europa funktioniert? Da gibt es vielleicht Gründe in den Nationalstaaten, die dieser Vorstellung von Europa distanzierter gegenüberstehen, die man mindestens mal verstehen muss, um irgendwie wieder zueinander zu kommen. Am liebsten würde ich jetzt mit Ihnen über die drei Fragen diskutieren. Hat er mir verboten, deswegen geht das jetzt nicht. Ich wollte damit nur auf etwas aufmerksam machen, was vielleicht jetzt auch im Vortrag passiert. Wir leben so in so einer Gesellschaft, die sich Eindeutigkeit wünscht. Ich habe gerade einen SPD-Parteitag hinter mir, wo ich so am Ende gedacht habe, guck mal, die Generation Internet ist da. Richtig und falsch. Ja und nein. Gut und böse. Das muss ganz klar sein. Und wer das nicht ist, wer über Grau redet oder beide Seiten unterschiedlicher Fragen in den Blick nimmt, der gilt schon als nicht mehr glaubwürdig, dem wird misstraut. Willy Brandt hat mal gesagt,
Die SPD ist die Partei des Donnernden sowohl als auch. Das war gar nicht so, erstmal hat er recht, aber das war gar nicht so ironisch gemeint, sondern das war schon ganz ernsthaft gemeint, weil der aus seiner Lebenserfahrung, die ja eine besondere ist, wusste, dass das Leben eben nicht eindeutig ist. Dass es ganz unterschiedlich verlaufen kann. Dass, sag mal, diese scheinbare Eindeutigkeit und Klarheit, die oft gefordert wird, eher die Probleme simplifiziert und vielleicht auch in die falsche Richtung führt. Deswegen ist so, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man auch, wenn man auf die Welt schaut, auch dahin schaut, was passiert, was einem nicht gefällt, man immer noch mal einen Schritt zurücktreten muss und muss überlegen, was sind eigentlich die Gründe dafür, dass das so ist, wie es ist? Weil das die erste Voraussetzung dafür ist, dass man irgendwie doch wieder zueinander findet. Sie haben ja ein ambitioniertes Begriffspaar genannt, Frieden und Gerechtigkeit und dann auch gleich weltweit. Was kann man sich Schöneres wünschen zu Weihnachten? Trotzdem ist das ja wirklich etwas, ein großartiger Gedanke. Ich will Ihnen mal sagen, wo ich den das erste Mal als großartig empfunden habe, in einer Situation, die ganz bitter war, unmittelbar nach den Attentaten am 11. September 2001 in New York, gab es in Hannover, damals war ich in Niedersachsen Ministerpräsident, einen ökumenischen Gottesdienst. Und ein katholischer Bischof, Josef Hohmeier, leider inzwischen verstorben, hat folgenden Satz gesagt. Und zwar im Angesicht dieser Attentat. Das Ziel der Globalisierung müsse endlich Gerechtigkeit für alle und nicht Reichtum für wenige sein. Das hat er nicht gesagt auf einer öffentlichen Diskussion über Paradise Papers oder Panama Papers oder Auseinandersetzung über Arm und Reich, sondern in einer Situation, wo er über Terror in der Welt und unsere Betroffenheit davon gesprochen hat. Also Frieden und Gerechtigkeit weltweit als etwas, was sozusagen erstmal eine große Vision ist. Auch um das zurückzudrängen, was wir in den letzten Jahren an Gewalt in der Welt erlebt haben. Meine Damen und Herren, Europa entwickelt sich eben in einer zunehmend unbequemeren Welt. Weniger friedlich, weniger gerecht. Der liberale Intellektuelle Ralf Dahrendorf hat einmal einen fast schon vernichtenden Satz über Europa gesagt. Er sagte, Europa hat keine Gestaltungsmacht. Jedenfalls hat es kein europäisches Interesse, dass diese Gestaltungsmacht formieren könnte. Das hat er im Jahr 2000 gesagt. Der Satz ist aus heutiger Sicht etwas erklärungsbedürftig. Kurz gefasst kann man sagen, Dahrendorf wollte davor warnen, in der Außenpolitik von Europa zu viel zu erwarten. Sein Befund war eigentlich nicht überraschend, denn Europa ist ja eigentlich nach innen gegründet, um Frieden in Europa zu schaffen. Diesen jahrhundertelangen Konflikt zwischen Zentrum, das waren wir, und Peripherie zu beenden. Wohlstand nach innen zu schaffen. Europa ist nicht gegründet worden als weltpolitischer Akteur. Ganz im Gegenteil. Das Wirken nach außen blieb den europäischen Mitgliedern des Weltsicherheitsrats, Großbritannien und Frankreich, vorbehalten. Und deutsche Außenpolitik war Teil des transatlantischen Bündnisses mit den USA und seinen Westalliierten und beschränkte sich lange Zeit auf die deutsche Frage der Wiedervereinigung und der Ostpolitik. Auch unsere Beteiligung an der Konfliktbewältigung und Eindämmung im ehemaligen Jugoslawien und an Afghanistan war letztlich Teil einer transatlantischen Außenpolitik und nur das Nein des damaligen SPD-Bundeskanzlers Gerd Schröder zur Teilnahme am Irakkrieg 2003 bildete davon eine spektakuläre Ausnahme. Und auch nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ging es mit dieser nach innen gerichteten europäischen Orientierung weiter aufwärts. Der Euro war beschlossene Sache. Die massive Erweiterung der Europäischen Union nach Osten wurde vorbereitet. Und schon begann eine anspruchsvolle Debatte über die Finalität, den Endzustand Europas. Damals schien die Welt auch sonst noch ziemlich in Ordnung. Die Globalisierung schritt voran. Die USA steuerten als Sieger des Kalten Krieges auf ihren unipolaren Moment zu. Und Osama bin Laden war uns allen völlig unbekannt. Aber die Welt ist seitdem eben weit unbequemer geworden, als wir es
am Ende des letzten Jahrhunderts und zu Beginn des 21. Jahrhunderts gedacht haben. Und nun merken wir, dass es selbst bei großer wirtschaftlicher Prosperität in unserem eigenen Land keinen bequemen Platz an der Seitenlinie internationaler Politik mehr für uns gibt. Weder für uns Deutsche noch für uns Europäer. Diesen bequemen Platz haben wir nämlich bisher eingenommen. Und die sozusagen in meinem Alter sind, etwas jünger, etwas älter. Wir haben immer gesagt, wenn irgendwas schief geht, konnten wir ja immer auf die Amerikaner zeigen. Also erst haben wir es selbst nicht gemacht, dann haben die das gemacht und dann konnte man wenigstens sagen, die haben es falsch gemacht. Oder die Franzosen oder die Briten. Aber wir selber haben uns eigentlich rausgehalten. Das hatte auch einen guten Grund. Als Deutschland eine andere Vorstellung hatte von seinem Wirken in der Außenpolitik, hatte das verheerende Konsequenzen, zwei Weltkriege und den Völkermord zur Konsequenz. Das war sozusagen ein bisschen die Lehre, aber natürlich auch die Pragmatik eines geteilten Landes in Ost und West, das eine richtige deutsche Definition von Außenpolitik fast unmöglich gemacht hat. Wir müssen aber einsehen, entweder wir versuchen selbst in der Welt zu gestalten oder wir werden vom Rest der Welt gestaltet. Werteorientierung, wie wir sie gern für uns Deutsche, für unsere Außenpolitik in Anspruch genommen haben und nehmen, wird jedenfalls allein nicht ausreichen, um sich in dieser von wirtschaftlichen, politischen und militärischen Egoismen geprägten Welt zu behaupten. Dahrendorf wies in seiner unbarmherzigen Art also auf ein Problem hin, dessen Tragweite uns erst jetzt so richtig klar wird. Die Europäische Union und damit auch wir als Deutsche sind kein echter Faktor in der Welt. Sie kann nicht gestalten, solange sie, die Europäische Union, ihre eigenen europäischen Interessen nicht klar definiert hat. Und ohne diese Definition der eigenen Interessen hapert es auch an der Machtentfaltung. Heute nach der Verfassungskrise, nach der Eurokrise, nach der Migrationskrise, sind wir um viele Erfahrungen reicher als Dahrendorf damals, nicht nur mit Blick auf die Europäische Union. Der internationale Terrorismus hat die Weltpolitik geprägt, die Globalisierung ist in die Krise geraten und auch die globale Dominanz der Vereinigten Staaten wird langsam Geschichte. Dahrendorfs Diktum aber hat deshalb noch lange nicht an Relevanz verloren, im Gegenteil, in der sich so verändernden Weltordnung ist es umso dringender, dass Europa sich auf seine Interessen besinnt und sich Gestaltungsmacht erarbeitet. Das fällt der Europäischen Union nicht in den Schoß. Warum das sein muss und wie es gehen kann, darüber würde ich gerne heute sprechen. Beginnen wir aber mit einer Analyse der wichtigsten Veränderungen, denen unsere westliche Welt, aber auch die Welt insgesamt unterworfen ist. Das ist der derzeitige Rückzug der USA unter Donald Trump aus der Rolle eines verlässlichen Garanten des westlich geprägten Multilateralismus. Das beschleunigt die Veränderungen der globalen Ordnung und hat unmittelbare Konsequenzen für die deutsche und europäische Interessenwahrnehmung. War Europa seit der berühmten 12-Minuten-Rede von George Marshall vor rund 70 Jahren auch ein amerikanisches Projekt im wohlverstandenen Eigeninteresse der Vereinigten Staaten? Wir Europäer erzählen uns ja immer gerne die Geschichte, dass das alles aus uns heraus entstanden ist. Die Wahrheit ist, die Vereinigten Staaten und ihre Politik waren konstitutiv für die Entwicklung der Europäischen Union. Aber seitdem Marshall diese Rede gehalten hat, aus der der berühmte Marshall-Plan entwickelt wurde, ergibt sich im Umfeld der heutigen US-Administration eine außerordentlich distanzierte Wahrnehmung Europas. Eher als Wettbewerber, manchmal sogar als Gegner, mindestens als ökonomischer Gegner. Und nicht mehr so sehr als Partner nehmen uns dort viele wahr. Europa ist deshalb heute eine Region unter vielen anderen in dieser neuen Sichtweise der US-Administration, die auf die Gesellschaft ausstrahlt. Es ist nicht Donald Trump, der diese veränderte Sichtweise begonnen hat, sondern bereits Barack Obama. Er sprach als erster amerikanischer Präsident davon, dass die Vereinigten Staaten von Amerika eine pazifische Nation seien. Alle seine Vorgänger haben gesagt, Amerika ist eine transatlantische Nation. Er sprach zuerst vom Pivot to Asia, die Blickrichtung der Vereinigten Staaten veränderte sich und verändert sich. Und zwar nicht nur wegen der wirtschaftlichen Interessen in Asien,
sondern auch, weil sich die amerikanische Gesellschaft rapide wandelt. In absehbarer Zukunft wird die Mehrheit der US-Amerikaner keine europäischen, sondern lateinamerikanische, asiatische und afrikanische Wurzeln haben. Deshalb übrigens wird das Verhältnis der USA zu Europa auch nach Donald Trump nicht mehr das gleiche sein wie zuvor. Es wird hoffentlich wieder besser, aber es wird ein anderes Verhältnis sein als das Verhältnis, das wir, meine Generation, über Jahrzehnte kennengelernt haben. Lange hat der zunehmende Takt von Krisen rund um den Globus vor allem Staunen und manchmal auch Erschrecken erweckt. Mittlerweile lassen sich aber ein paar Muster erkennen, die für ein weltweit engagiertes Europa besorgniserregend sind. Sie lassen sich grob in zwei Kategorien gliedern. Der Zerfall von Staaten in unserer Nachbarschaft führt zu drastischer Zunahme von Konflikten. Sie sind grenzüberschreitend und destabilisieren ganze Regionen. Gleichzeitig sorgt das offensive Agieren aufstrebender Staaten wie China, Russland, der Türkei und Iran dafür, dass die globale Ordnung, aber auch regionale Machtgefüge ins Rutschen geraten. Verschärft wird dieser Prozess durch Gegenbewegungen zu den Trends der Globalisierung und Demokratisierung, die ja ganz lange dominiert haben. Bewährte Prinzipien und Grundlagen der internationalen Beziehungen wie der Multilateralismus, das Völkerrecht oder das, was wir mal den Westen genannt haben, nämlich die universelle Gültigkeit von Menschenrechten und Freiheit, werden in Frage gestellt. Von manchen durchaus unbekümmert, von anderen auch unverfroren. So werden die Grundlagen von Sicherheit und Wohlstand in Frage gestellt, das Risiko von Handelskriegen, Rüstungswettläufen und bewaffneten Konflikten wächst. Die demografische Diskrepanz zwischen dem schrumpfenden Norden, das sind wir. Die Theorie des Kinderkriegens ist zwar noch bekannt, aber mit der Praxis hapert es ein bisschen. Egal, wir beide sind unschuldig. Ich habe 3 Töchter, also meinen Job auch gemacht, das heißt meine Frau. Ihr habt den Satz schon mal gesagt und den hat sie gehört, danach hatten wir längere Debatten zu Hause, deswegen. Die demografische Diskrepanz zwischen dem schrumpfenden Norden und dem wachsenden Süden sowie die Folgen des Klimawandels greifen immer mehr Raum und Aufmerksamkeit. Die Migrations- und Fluchtbewegungen der vergangenen Jahre nehmen einen größeren Platz im Kalkül der westlichen Staaten ein. Die sind gewissermaßen, ehrlich gesagt, erst mal eben gerade in unser Bewusstsein getreten. Das bleibt nicht ohne Folgen für die Methoden und Strukturen der internationalen Politik. Das in der UN-Charta und den zahlreichen Verträgen kodifizierte Völkerrecht befindet sich in der Krise. Mit der Annexion der Krim hat Russland die territoriale Souveränität der Ukraine und das Gewaltverbot in der UN-Charta verletzt. Das Pariser Klimaabkommen leidet unter der Absage der USA und ebenso steckt die multilaterale Ordnung des internationalen Handels in der Kritik. Und noch gefährlicher, die einstigen Atommächte haben nicht verhindern können, dass immer mehr Staaten über Atomwaffen verfügen oder dies anstreben. All das passiert nicht nur in weiter Ferne, sondern ganz in unserer Nähe. Die Entscheidung der Briten für den Ausstieg aus der EU und die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten haben uns verdeutlicht, dass nicht nur die böse Welt da draußen sich ändert, sondern dass auch wir mitten in Umwälzungen stecken, deren Konsequenzen uns noch Jahrzehnte beschäftigen dürften. Globale Herausforderungen erfordern globale Lösungen. Das war das Mantra der Nullerjahre zu Beginn dieses Jahrhunderts, als der Transnationalismus seinen Höhenflug erlebte. Und jetzt? Take back control und make America great again. Das sind die Schlachtrufe unserer Zeit. Back und again, die Worte sagen es. Es geht um die Restauration einer vermeintlich guten alten Zeit. Wir sehen eine Rückbesinnung auf Grenzen und die vermeintliche Stärke des Nationalstaats. Das Ganze ist übrigens paradox mit Blick auf die USA. Ausgerechnet das Land, das uns in Europa, gerade uns Deutschen, nach 1945 vor dem Rückfall in die reaktionären Zeiten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bewahrt hat, denn das ist ja die Wahrheit. Es sind die Amerikaner und die Einbindung in die Liberal Order nach dem Zweiten Weltkrieg, die verhindert haben, dass Länder wie wir, aber auch andere zurückfallen in reaktionäre Zeiten. Ausgerechnet dieses Land erlebt selbst eine reaktionäre Revolution. Und ausgerechnet das Land, das seit 200 Jahren für die Moderne steht,
die Vereinigten Staaten von Amerika, haben eine Regierung, die sich eher sozusagen gegen das, was sie selber als Postmoderne empfinden, aufstellt. Ich glaube, wir sind uns noch gar nicht so richtig darüber im Klaren, was das eigentlich bedeutet. Die Krise der internationalen Gesellschaften, die finden wir eben überall, auch in unserer eigenen Gesellschaft. Dort wird für die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich oft pauschal die Globalisierung verantwortlich gemacht und der wohlige Nationalstaat als Heilmittel angepriesen. Nach Jahrzehnten des Anything Goes, wenn ich das einmal als den Wahlspruch der Postmoderne apostrophieren darf, greift eine Sehnsucht nach Ordnung, nach Klarheit, nach Hierarchie und Kontrollraum. Vielfalt und Individualität, Gleichstellung und Inklusion werden von den Vertretern populistischer Parteien als Ausdruck übertriebener politischer Korrektheit diffamiert und infrage gestellt. Die Wirkung dieser Kampfansagen reicht bis tief hinein ins bürgerliche Spektrum, auch in Europa und in Deutschland. Die liberalen Eliten der westlichen Demokratien laufen Gefahr, in ihren oft selbstbezogenen Diskursen dieses gesellschaftliche Bedürfnis nach Klarheit und Ordnung zu unterschätzen. Man möchte angesichts dieses Anti-Postmodernismus nicht nur den sozialdemokratischen Bewegungen in den entwickelten demokratischen Gesellschaften mehr Materialismus und weniger postmodernen Idealismus empfehlen. Oder, um es mal zuzuspitzen, wer die Arbeiter des Rust Belt verliert, dem können die Hipster in Kalifornien auch nicht mehr helfen. Vor allem aber haben die innergesellschaftlichen Debatten in Amerika und Europa zur Folge, dass wir anders auf die Welt schauen und vor allem die Welt anders auf uns. Wir können sicher sein, dass rund um den Globus, nicht nur in Peking, Moskau und Teheran, sehr sorgfältig analysiert wird, wie stark und entschlossen der Westen in der Verteidigung seiner Werte und Interessen ist oder nicht ist. Welche neue Ordnung diese Welt finden wird, ist noch nicht zu erkennen. Vieles ist im Fluss. Und auch die meisten Akteure tasten sich, um eine chinesische Redensart zu bemühen, in diesem Fluss von Stein zu Stein. Ich halte drei Möglichkeiten für ein neues globales System für denkbar. Zuerst die G0-Welt. Das ist eine Welt, in der die Macht so breit neu verteilt wird, dass keine Führungsrolle mehr eindeutig vergeben ist. Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Ian Bremmer hat sie so beschrieben: Kein Staat oder keine Gruppe von Staaten besitzt einen ausreichend großen politischen und wirtschaftlichen Hebel oder Willen, eine wahrhaft globale Agenda zu erstellen. Man könnte das auch eine Art westfälischer Ordnung 2.0 nennen, eine Neuauflage des Ringens souveräner Staaten um Hegemonie und Gleichgewicht, wie sie die Zeit vom Ende des Dreißigjährigen Krieges bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges geprägt hat. Für eine Handels- und Mittelsmacht wie Deutschland ist ein solches freies Spiel der Kräfte ohne weltweit fest verbindliche Regeln brandgefährlich. Der Schritt in die Regellosigkeit mag manchen gewissermaßen als die Fortsetzung der Individualisierung bezogen auf die internationalen Beziehungen erscheinen. In Wahrheit würde das die Grundlagen von Sicherheit und Wohlstand gefährden. Die zweite Alternative ist die G2-Welt. Diese wäre eine Art neuer bipolarer Ordnung, die durch den Wettstreit zweier Supermächte geprägt würde. An die Stelle der Sowjetunion des Kalten Krieges trete das aufstrebende China. Das Land stützt sich dabei auf sein aus der Geschichte abgeleitetes Selbstverständnis als Reich der Mitte. Es sieht sich angesichts der Turbulenz in den USA und Europa bestätigt, das eigene Modell für überlegen zu halten. Und angesichts der großen Wohlstandsversprechen des chinesischen Modells bin ich jedenfalls nicht überrascht, dass sich viele Staaten auf der Welt inzwischen auf China ausrichten. Die dritte Alternative ist die GX-Welt. Auch diese Welt hätte viele Pole, es wären weniger als die G20, die wir heute kennen, und sicherlich andere als die G7. Der entscheidende Unterschied zur G0-Welt wäre die Existenz verbindlicher Regeln und Strukturen, die das Zusammenwirken der verschiedenen Pole eben nicht der jeweiligen Machtbalance und der Kunstfertigkeiten der Metternichs und Palmerstons des 21. Jahrhunderts zu verdanken hätte. Mehrpoligkeit bei gleichzeitiger Ordnungsverbindlichkeit ist das Markenzeichen oder wäre das Markenzeichen dieses Systems. Wird Sie nicht überraschen, dass die dritte Option jedenfalls meine bevorzugte wäre. Ob sie aber eine Chance hat,
hängt auch vom Selbstverständnis und Beitrag der Europäischen Union ab. Egal in welche Richtung sich die Welt entwickelt, nur wenn die Europäische Union ihre eigenen Interessen definiert und Macht projizieren kann, kann sie überleben. Die heute noch fehlende Machtprojektion der Europäischen Union hat jedenfalls dazu geführt, dass überall dort, wo sich die Vereinigten Staaten tatsächlich oder scheinbar zurückgezogen haben, keine Hinwendung zu den westlichen Werten Europas erfolgt ist, sondern zu anderen Staaten, von denen operationalisierte Macht weit eher erwartet wird. Im Nahen Osten zum Beispiel zu Russland und in Afrika zu China. Die Attraktivität der jedenfalls von uns dreien und vermutlich allen im Saal empfundenen Wertesysteme, die wir ausstrahlen, hat nicht dazu geführt, dass die sich auf uns orientieren, sondern andere Machtprojektionen gesucht haben, Russland und China. Wir erleben eben, dass die Konkurrenz nicht schläft. Vor 2 Wochen hat der russische Präsident in Sotschi Hof gehalten. Einmal war der syrische Präsident da, dann der türkische, dann der iranische. Man feierte den Sieg in Syrien, den die Anwesenden gesichert glaubten. Eine deutsche Zeitung schrieb dazu: Schwarze Seelen am Schwarzen Meer. Die in Sotschi versammelten Großmächte sind keine Freunde, aber sie haben einiges gemeinsam. Sie berufen sich nach innen und nach außen auf ihre historische Größe. Und das ist das Entscheidende, was sie von uns unterscheidet. Sie setzen eigenes Kapital dafür ein, es dem Westen gelegentlich zu zeigen. Man könnte sagen, diese Länder sind bereit, so eine Art Großmachtsteuer für ihren Status zu entrichten. Diese Steuer besteht in der Akzeptanz wirtschaftlicher Einbußen durch Sanktionen, diplomatische Ächtung, finanzielle Bestrafungen. Vieles wird von ihnen in Kauf genommen, um den regionalen Führungsanspruch und die nationale Souveränität zu dokumentieren. Das sehen wir an dem Vorgehen Russlands gegenüber der Ukraine. Iran steckt beträchtliche Ressourcen in die Unterstützung teilweise terroristischer Milizen in der gesamten Region, um Nachbarstaaten zu kontrollieren. Und die Türkei scheut nicht vor Militäreinsätzen und vor Konfrontationen mit den USA zurück, um ihre Interessen gegenüber Nachbarstaaten und Nationalbestrebungen zu verteidigen. Was sind wir eigentlich bereit einzusetzen für unsere Werte? Syrien ist insofern der bisherige Höhepunkt des Vormarsches der alten Imperien, Russland, Iran und Türkei. Das müssen wir durchaus selbstkritisch betrachten. Der Westen hat in den vergangenen 7 Jahren zu keiner Zeit eine vernünftige Relation seiner sehr ambitionierten Forderungen und der dafür von ihm bereitgestellten Ressourcen zustande bekommen. Der amerikanische Präsident Theodore Roosevelt hat zur internationalen Politik mal gesagt: Speak softly and carry a big stick. Unsere Syrienpolitik verfuhr eher nach dem gegenteiligen Motto: Sprich laut, aber trag einen kleinen Knüppel bei dir. Das Beispiel des Mittleren Ostens ist naheliegend, auch um meine Vorstellung von europäischer Interessendefinition zu illustrieren. Der regionale Ordnungsraum dort im Nahen und Mittleren Osten war seit dem Zweiten Weltkrieg weitgehend durch die Vereinigten Staaten von Amerika vorgegeben. Im Jahr 2017 schauen wir auf eine geschwächte Ordnungsprojektion und Gestaltungskraft der USA, die in Nahem Mittelost nur noch eingeschränkt staatlichen Zerfallstendenzen entgegenwirken wollen oder auch nur können. Ob dies durch bewussten Rückzug oder durch fehlende Kraft verursacht wird, ist letztlich unerheblich. Entscheidend ist aber, dass die USA kein Vakuum zurücklassen, selbst wenn sie den Raum verlassen. Nicht, es gibt in der Politik, auch in der internationalen Politik, kein Vakuum. Denn jedes Vakuum wird schnell gefüllt. Immer wenn jemand den Raum verlässt, tritt jemand Neues hinein. In diesem Fall Russland. Die russische Militärintervention im Jahr 2015 hat die Dynamik des syrischen Bürgerkrieges Schritt für Schritt gedreht. Sie hat das Assad-Regime militärisch stabilisiert. Wir erleben gerade ein Russland, das die politische Zukunft Syriens in entscheidender Weise bestimmen wird, weil es andere nicht getan haben. Russland hat dazu aber auch die regionale Balance verändert. Praktisch alle regionalen Akteure richten ihre Politik neu aus. Selbst die syrische Opposition tut dies mit Blick auf Russland und sozusagen die Kooperation mit dem eigentlich
von ihnen bekämpften Assad-Regime. Diese neue regionale Dominanz Russland befördert zugleich Entwicklungen auf einer zweiten Ebene. Sie schafft nämlich Raum für Akteure der regionalen Hegemonie. Wie gehen wir damit um, dass die USA in unmittelbarer Nachbarschaft Europas diesen Akteuren Raum lässt? Akteuren, die ganz andere Wertvorstellungen und Ordnungsvorstellungen verfolgen, als wir sie entwickelt haben. Und wie können wir deutsche und europäische Interessen eigentlich zur Geltung bringen? Es geht dabei um Fragen, die weit über den regionalen Zusammenhang des Nahen und Mittleren Ostens hinausgehen. Denn ähnliche Rückzugs- und Verdrängungsmuster wie im Nahen Osten können wir auch in anderen Teilen der Welt feststellen. Wir müssen nur nach Asien schauen. Dort dringt China in Räume ein, die zuvor ebenso exklusiv durch die Präsenz und die Politik der USA bestimmt waren oder durch das, was wir Liberal Order genannt haben. Die One Belt, One Road-Initiative, die neue Seidenstraße des chinesischen Staatspräsidenten, ist wahrlich keine historische Reminiszenz an Marco Polo, sondern letztlich eine geostrategische Idee, in der China seine Ordnungsvorstellungen durchsetzt, handelspolitisch, geografisch, geopolitisch und womöglich auch militärisch. Wir erleben gerade eine Blockade Chinas gemeinsam mit den USA in der Welthandelsorganisation. Ich kann mich noch gut an die Massendemonstrationen vor 1 und 2 Jahren in Deutschland erinnern, weil alle Sorgen hatten, ein europäisch-amerikanisches Handelsabkommen würde sozusagen bei uns den Rechtsstaat beenden. Ehrlich gesagt erleben wir gerade, was passiert, wenn all das, was da bekämpft wurde, nicht mehr existiert, wenn sozusagen das freie Spiel der Kräfte herrscht. Wir wären heute vermutlich froh, wir hätten wenigstens ansatzweise einen Vertrag mit den Vereinigten Staaten. Und wir können froh sein, dass wir wenigstens einen mit Kanada haben. Was wir jetzt erleben, ist eher das Auflösen all dessen, was in der Vergangenheit einigermaßen Rechtsstaatlichkeit in den internationalen Handelsbeziehungen gewährleistet hat. Man kann heute wohl sagen, dass China überhaupt das einzige Land der Welt ist, das eine langfristige geostrategische Idee hat. Das kann man China gar nicht vorwerfen, im Gegenteil. Es löst bei mir jedenfalls Respekt und Bewunderung aus, wie schnell und durchsetzungsfähig sich dieses Land in den letzten 30, 40 Jahren entwickelt hat. Aber es ist uns im alten Westen vorzuwerfen, dass wir keine vergleichbare eigene Strategie haben. Denn erst wenn beides vorliegt, die Definition chinesischer und die Definition europäischer Interessen oder besser noch amerikanisch-europäischer Interessen, kann daraus eine tragfähige Balance, ein Interessenausgleich auf beiden Seiten entstehen. Das ist übrigens auch unser zentrales Argument gegenüber den USA. In der Politik gibt es, wie gesagt, kein Vakuum und deshalb sollte es im wohlverstandenen Eigeninteresse der USA sein, keinen Handelskrieg mit Europa zu beginnen, was nicht ausgeschlossen ist, sondern gemeinsame Strategien zum Erhalt dieser Liberal Order und eines auf den Grundlagen von Freiheit, Fairness, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit basierenden Welthandelssystems zu entwickeln. Warum schildere ich diese Beispiele so ausführlich? Weil sie zeigen, wie schwierig es für uns Deutsche und Europäer werden wird, ein wirklich strategisches Verhältnis zur Außenpolitik zu finden. Bislang haben wir im Wesentlichen ein moralisches. Das ist auch gut. Das moralische Wertegerüst darf man auch nicht verlassen. Aber nur mit Blick und Verweis auf die Moral werden wir in einer Welt, bei der andere ausschließlich Interessen kennen, vermutlich, zumindest wenn Sie den geschäftsführenden oder amtierenden Bundesaußenminister unter sich ausmachen, nicht klarkommen. Herfried Münkler hat in diesen Tagen ein interessantes Buch zum 30-jährigen Krieg vorgelegt. Er geht darin scharf mit der außenpolitischen Klasse in Deutschland ins Gericht. Er beklagt eine deutsche Fixierung auf das Recht als Bewältigungsform politischer Herausforderungen, die fast einer Realitätsverweigerung gleichkomme. Man traue sich nicht, so Münkler, schonungslos zu analysieren, was wirklich passiere. Stattdessen schweife der Blick stets zum Horizont moralischer Normen und Imperative. Was völlig fehle, sei politisch-strategisches Denken. Ich finde, Münkler legt hier den Finger tatsächlich in eine offene Wunde. Nochmal, man darf sich durchaus daran erinnern, dass die Zeit, in der Deutschland sich mit strategischen Ideen befasst hat, für den Rest der Welt und am Ende auch für uns verdammt gefährlich war.
Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, um am Beispiel Syrien zu bleiben. Es ist gut und richtig, dass gerade wir auf einen politischen Prozess für eine wirklich nachhaltige Befriedung pochen und dass wir das auf der Basis von humanitären Prinzipien und des Völkerrechts tun wollen. Keine Frage. Dennoch, nach fast 7 Jahren Krieg können wir nicht die Augen davor verschließen, dass andere Akteure währenddessen am Boden Fakten geschaffen haben, oft jenseits aller etablierter Normen, im Widerspruch zu unserer Moral, aber bittererweise mit sehr hoher Effektivität. Was also ist zu tun? Zuerst sich diesem Problem nüchtern stellen, auch wenn es wehtut. Wir brauchen einen klaren und realistischen Blick auf die Welt, wie sie ist, und nicht nur eine Vision, wie sie eigentlich sein sollte. Auf dieser Basis und nochmal mit einem klaren moralischen Wertekompass sollten wir dann beherzt dafür kämpfen, was wir bewahren und was wir erreichen wollen. Und zwar ohne überdimensionierte moralische oder normative Scheuklappen und mit der Bereitschaft zu der, wie Münkler schreibt, strategischen Kompromissbildung. Dazu gehört es zum einen, ein neues strategisches Verhältnis Europas zu den USA zu finden. Seit dem Zweiten Weltkrieg standen die USA aus deutscher Sicht gewissermaßen über den Dingen. Doch spätestens seit dem inzwischen berühmt oder auch berüchtigten Artikel der beiden Chefberater des US-Präsidenten McMaster und Cohen im Wall Street Journal ist klar, dass die Welt für die USA nicht länger eine globale Gemeinschaft ist. Das war sie bis dahin, sondern, so schreiben sie, eine Arena, eine Kampfbahn, in der Nationen, nichtstaatliche Akteure und Unternehmen um Vorteile ringen, in der man also mal den einen, mal den anderen Partner hat, aber immer nur eines tut, auf die Realisierung seiner eigenen kurzfristigen Interessen zu pochen. Das ist eine völlig andere Vorstellung als die der traditionellen Liberal Order der Vereinigten Staaten. Übrigens, wenn man ein bisschen weiter denkt, kommt man schnell zu der Konsequenz, dass wenn die Welt so ist, am Ende nicht nur der sich durchsetzt, der stark ist, sondern auch sich nur der durchsetzen darf und soll, der stark ist. Das ist der Schritt zum politischen Sozialdarwinismus. Der ist nicht mehr weit weg, wenn man erstmal die Welt als Arena begreift. Und die USA, so verstehe ich es, sind in dieser Lesart eben nicht mehr für die Statik und das Gewölbe der Arena zuständig, sondern sie sind Kombattanten auf dem Sandplatz. Die Selbstverständlichkeit, mit der wir die US-amerikanische Rolle trotz gelegentlichen Zwistes als behütet gesehen haben, die ist also längst am Bröckeln. Keine Frage. Die USA werden und müssen unser wichtigster globaler Partner bleiben. Es gibt keinen Zweifel. Wir werden diese Partnerschaft auch in Zukunft brauchen. Übrigens auch die NATO. Aber diese Partnerschaft wird allein nicht ausreichen, um unsere strategischen Interessen zu wahren. Der US-Rückzug geht nicht auf die Politik eines einzelnen Präsidenten zurück. Er wird sich auch nach der nächsten Wahl nicht zurückentwickeln zu dem, was es mal war. Es darf deshalb auch kein Zweifel daran bestehen, dass Deutschland und Europa angesichts dieser Lage viel mehr tun und wagen müssen als bisher. Um es ganz offen zu sagen, es geht um ein Risiko, das uns zum Handeln zwingt. Wir dürfen nicht zusehen, wie sich neue Räume entwickeln, auf die wir keinen Einfluss ausüben, weil wir weiter uns es bequem am Spielfeldrand machen wollen. Wir müssen handeln, auch wenn jedes aktive Vorgehen ein Risiko in sich birgt, nämlich das Risiko des Scheiterns. Dieses Risiko können wir uns nicht ersparen. In der Vergangenheit haben wir es den USA überlassen und wenn es schief ging, hatten wir, wie gesagt, jemanden, auf den wir mit dem Finger zeigen konnten. Deutschland wird mehr in die eigene Stärke und die Einigkeit und Kraft der Europäischen Union investieren müssen. Und es ist übrigens kaum zu ertragen, in welcher Art und Weise sich in Deutschland, sozusagen, wenn es um Europa geht, diese berühmte Nettozahler-Diskussion verfestigt hat. Dabei sind wir in Wahrheit Nettogewinner. Ja, wir bringen mehr Steuern nach Europa, als wir Förderprogramme zurückbekommen, aber ehrlich gesagt, wir sind doch deshalb Exportweltmeister, weil wir mehr Produkte in die Europäische Union verkaufen, als wir dort kaufen. Also es kommt mehr Geld von da ins Land. 60% unserer Dienstleistungen und Waren exportieren wir nicht nach China, nicht in die USA, sondern nach Europa. Wir sind ökonomisch und finanziell die großen Gewinner der europäischen Einheit.
In die Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten werden wir ebenfalls künftig auch mehr investieren müssen, so wie wir mehr in Europa investieren müssen. Es geht dabei auch um eine politische Investition, die den Umgang mit der neuen Lage mit einem strategischen Anker versieht. Vor diesem Hintergrund müssen wir auch kühl analysieren, wo wir plötzlich und auch vielleicht auch auf Dauer über Kreuz liegen. Nur zwei Beispiele. Die Russland-Sanktionen, die der Kongress im Sommer beschloss, umfassen Tatbestände, die unsere eigene wirtschaftliche Existenz und Interessen existenziell gefährden und betreffen. Das zweite Beispiel, eine Auflösung des Atomdeals mit dem Iran würde die Kriegsgefahr in unserer unmittelbaren Nachbarschaft und damit unsere nationale Sicherheit berühren und gefährden. In beiden Fällen kann Deutschland und kann Europa, können wir es uns nicht leisten, auf Entscheidungen in Washington zu warten oder bloß darauf zu reagieren. Wir müssen selbst unsere Positionen beschreiben und notfalls auch gegenüber unseren Verbündeten klarmachen, wo Grenzen unserer Solidarität erreicht sind. Das fällt uns allen nicht leicht, denn es ist neu. Deshalb müssen wir als Grundvoraussetzung massiv in unsere Fähigkeit zur Analyse und übrigens auch zum Lobbying der amerikanischen Meinungsbildung mit Bezug auf Deutschland und Europa investieren. Wir sollten daher alle Kraft darauf verwenden, konstruktive Partner in Administration, Kongress, Bundesstaaten und Zivilgesellschaft noch stärker anzusprechen. Und zum anderen müssen wir natürlich unsere Interessen auch gegenüber Russland kohärenter und klarer definieren. Moskau hat die internationale Ordnung mit der Annexion der Krim und der Einmischung in der Ostukraine infrage gestellt. Dennoch bleibt es Europas Nachbar, und zwar ein ziemlich einflussreicher. Sicherheit und Stabilität gibt es langfristig nur mit und nicht gegen Russland. Mehr noch, wenn wir die Gefahr einer weltweiten Verbreitung atomarer Waffenarsenale vor uns sehen, dann wird es nur in Kooperation zwischen den USA, Russland und China gelingen können, dem Einhalt zu gebieten. Derzeit aber ist das Vertrauen insbesondere zwischen Russland und den USA bzw. der NATO so grundlegend gestört, dass beide Seiten sogar dabei sind, die Erfolge der nuklearen Abrüstungspolitik Ende der 80er Jahre aufs Spiel zu setzen. Noch gilt das 1987 sozusagen verabredete Abkommen, dass es in Europa keine landgestützten atomaren Mittelstreckenraketen geben darf. Mein Eindruck ist aber, dass das Misstrauen so groß ist, dass wir unmittelbar in Gefahr sind, in ein neues atomares Wettrüsten in Europa einzutreten. Und niemand hat mehr Grund, seine Interessen klar und mit aller zur Verfügung stehenden Macht einzubringen als Deutschland. Denn wir wären im Zweifel die Hauptleidtragenden eines Kalten Krieges 2.0. Deutschland, um es mal an einem Beispiel der Interessenwahrnehmung deutlich zu machen, muss jetzt seine Stimme für Rüstungskontrolle, Abrüstung erheben und darf nicht sozusagen diesem amerikanischen Trend der Aufrüstung nachgeben. Dreh- und Angelpunkt ist dabei die Frage, ob wir Russland für die Rückkehr zu einer regelgestützten Ordnung gewinnen können, die in Europa so lange den Frieden gesichert hat. Dafür brauchen wir klare Prinzipien, feste Standpunkte, aber auch konkrete Maßnahmen, manchmal auch Sanktionen. Andererseits ist es gerade unsere deutsche Rolle, Dialogkanäle offen zu halten und Gespräche in schwierigen Zeiten zu suchen. Es wäre ein unglaublich großer Fortschritt, wenn es gelänge, in der Ostukraine mit Hilfe einer UN-Blauhelm-Mission robust einen Waffenstillstand durchzusetzen und die schweren Waffen rauszuziehen. Das hat der russische Präsident gerade angeboten, zugegebenermaßen mit Rahmenbedingungen, die wir nicht akzeptieren können. Aber wir wären verrückt, wenn wir dieses Angebot jetzt nicht nutzen würden, um über die Bedingungen zu verhandeln, um endlich zu einem Waffenstillstand und zum Rückzug der schweren Waffen aus der Ostukraine zu bekommen und dann übrigens auch Angebote zu machen wie den Wiederaufbau des Donbass und dem Abbau von Sanktionen. Es kann keine deutsche Ostpolitik mehr geben, es muss zwingend eine europäische sein. Und wir können eine europäische Ostpolitik nur gestalten, wenn wir alle an Bord haben. Aber mit unseren ganz spezifischen historischen Erfahrungen, glaube ich, haben gerade wir Deutsche ein existenzielles Interesse an Entspannung und Abrüstung. Und weil wir hier in Bayreuth sind, natürlich ist eines der großen Themen für die Außenpolitik Deutschlands und Europas Afrika. Hier gibt es ja fast einmalig in Deutschland eine wissenschaftliche Beschäftigung mit Afrika
deswegen rennt man bei ihnen vermutlich offene Türen ein. Doch insgesamt scheint sich in Deutschland die öffentliche Auseinandersetzung mit unserem Nachbarkontinent immer noch auf die Frage zu verkürzen, wie wir denn eigentlich mit Krisen, Bürgerkriegen und Flüchtlingen umgehen. Immerhin, in diesem Jahr stand Afrika bei der Bundesregierung hoch im Kurs und wer hätte noch vor 5 Jahren gedacht, dass wir in einem so großen Maße dort engagiert sind. Und doch spielt Afrika in der deutschen Debatte immer noch eine Nebenrolle. Das müssen wir ändern. Afrika muss uns ein außen- und sicherheitspolitischer Schwerpunkt werden, ebenso wie es der Nahe- und Mittlere Osten bereits ist, vielleicht sogar noch stärker. Davon jedenfalls kann man sich leicht überzeugen, wenn man in Libyen, Mali, Äthiopien, Somalia, Uganda, Südsudan oder auch auf dem Gipfel der Afrikanischen Union an der Elfenbeinküste ist. Lange schon sprechen wir in Deutschland und Europa von einer Partnerschaft auf Augenhöhe. Wir betonen das African Ownership und betonen African Solutions to African Problems. Aber nehmen wir das eigentlich wirklich ernst? Sind wir nicht noch zu sehr in einem jahrzehntelang eingeschliffenen Geber-Nehmer-Denken verankert? Und ist das nicht vielleicht der Grund, weshalb inzwischen andere Spieler wie China in Afrika viel höher im Kurs stehen als wir? Es geht eben nicht mehr nur darum, in Afrika den Hunger zu bekämpfen, darum geht es auch. Aber es geht auch darum, dass Europa seine eigenen Interessen definiert, die Chancen und nicht nur die Risiken in Afrika begreift. Die Rolle und der Stellenwert Afrikas im internationalen System wandeln sich nämlich. Im Jahr 2035 wird die Bevölkerung Afrikas mit 1,8 Milliarden Menschen größer sein als die Indiens oder Chinas. Und die Hälfte wird übrigens unter 21 Jahre alt sein. Schon jetzt verändert sich Afrika unglaublich und verstädtert sich. Krise und Chance liegen dicht beieinander. Peking erschließt mit seinem Projekt der maritimen Seidenstraße inzwischen systematisch den afrikanischen Kontinent, zählt zu den wichtigsten UNO-Truppenstellern auf dem Kontinent und hat kürzlich in Djibouti eine permanente Militärbasis eingerichtet, übrigens gleich neben einem amerikanischen und französischen Stützpunkt. Aber auch Indien, die Türkei, Pakistan haben in den vergangenen Jahren ihr politisches und wirtschaftliches Engagement auf dem Kontinent enorm gesteigert, ganz zu schweigen von den Golfstaaten, die enormen Summen nicht nur in Koranschulen, sondern auch in Infrastruktur und umfassende Landkäufe stecken. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich propagiere keinen neuen Wettstreit um Afrika wie während der Kolonialzeit. Was ich sagen will, ist, Afrika verfügt immer mehr über Alternativen zu unserem, zum europäischen, wertegeleiteten Engagement. Und das gilt nicht nur für afrikanische Eliten und Machthaber, auch für breite Teile der Bevölkerung. Umfragen von Afrobarometer zeigen, dass auch die Jugend in Afrika zunehmend das chinesische Modell als Vorbild sieht und nicht mehr den Westen, die Vereinigten Staaten oder Europa. Und nehmen wir Staaten wie Ruanda und Äthiopien, die für viele in der Region einen Vorbildcharakter haben, nicht weil sie Musterdemokratien sind, sondern weil sie wirtschaftlich prosperieren und zumindest einem großen Teil von Bürgerinnen und Bürgern öffentliche Güter zur Verfügung stehen. Sie stehen beispielhaft für eine Gewichtsverschiebung hin zur Output-Legitimation statt Input-Legitimation. Es zählt weniger, wie Regierungen an die Macht kommen und wie sie regieren, als das, was sie leisten, ganz nach asiatischem Vorbild. Und auch das Migrationsthema ist so etwas wie ein Gamechanger in unserem Verhältnis zu Afrika, denn die Machthaber vor Ort wissen natürlich, welche Verhandlungsmacht sie gegenüber uns Europäern gewinnen. Was bedeutet das also? Wenn wir uns zu African Ownership bekennen, dann müssen wir auch akzeptieren, dass dies nicht immer zu unseren Idealvorstellungen passt. Natürlich heißt das nicht, dass wir Abstand nehmen von Prinzipien wie Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechtsschutz, zivilgesellschaftliches Engagement. Aber so wie die Strahlkraft des Westens allerorts abzunehmen scheint, so gilt dies auch in Afrika, einschließlich der Strahlkraft westlicher Entwicklungshilfe. Das heißt nicht, dass wir nicht auch auf die Eigenverantwortung unserer Partner vor Ort pochen sollten. Der Staatspräsident von Ghana hat hierzu zum Beispiel beachtliche Worte gefunden, als er seine afrikanischen Kolleginnen und Kollegen aufgefordert hat, sich nicht länger auf die Unterstützung von außen zu verlassen, sondern Eigenverantwortung zu übernehmen. Vor allem bei den jüngeren Afrikanerinnen und Afrikanern hat diese Rede viel Widerhall gefunden,
Sie ist sozusagen ein viraler Hit, wie man heute sagen würde. Zweitens, wir müssen uns auf die neuen Spieler in Afrika besser einstellen. Aus vielen Gründen ist Chinas Rolle in Afrika umstritten. Aber das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem mit ihm zusammenarbeiten müssen. Und drittens, wir müssen den Markt Afrika stärker in den Blick nehmen. Wenn man sich ansieht, mit welcher Wucht Peking auf afrikanischen Märkten investiert, dann müssen wir uns in Europa auch überlegen, ob wir uns das parallele klein-klein bilateraler Investitionen eigentlich noch leisten können. Hier müssen wir viel stärker auch unser europäisches Potenzial zusammenlegen. Der Aufbau starker wirtschaftlicher Strukturen in Afrika dient unseren Interessen, auch den afrikanischen. Wir müssen Handelsbeziehungen zu afrikanischen Nachbarn reformieren. Das Gleiche gilt für die Förderung des Klimaschutzes und erneuerbare Energien. All das ist wirtschaftlich interessant, aber übrigens auch strategisch. Wir werden weitaus stärker in Frieden und Sicherheit vor Ort investieren müssen, als Deutschland, aber auch als Europäische Union. Schon heute ist der Großteil der UNO-Friedensmission in Afrika eingesetzt. Auch das europäische Engagement ist hoch, allen voran in Mali und Niger, aber auch am Horn von Afrika. Und übrigens darf Deutschland von der Unterstützung seiner Bürgerinnen und Bürger bei diesem Unterfangen durchaus ausgehen. Laut der Körperumfrage von Berlin Pulse liegt Afrika als die Region, der sich Deutschland mehr befassen sollte, mit weitem Abstand vor Osteuropa und dem Nahen Osten. Knapp 60% unterstützen EU-Hilfen für die Grenzsicherung in Afrika, Investitionen in Ausbildung, in bessere Lebensbedingungen, Infrastruktur und vieles andere mehr. Insofern denken die Deutschen manchmal strategischer als ihre Außenpolitiker. Und wenn wir über Afrika und eine moderne Ordnung in der Welt sprechen, dann sollten wir auch Zeichen dafür setzen, dass wir nicht von oben nach unten, sondern auf Augenhöhe diskutieren. Und dann geht es um den kulturellen Zusammenhalt, vor allen Dingen, wenn wir über Afrika sprechen. Heute gilt nämlich noch was anderes. Das kulturelle Erbe Afrikas wird eher von uns vereinnahmt, als wir seine Entstehungsorte ehrlich identifizieren. Erst dank der Rede des französischen Präsidenten vor knapp 2 Wochen ist eine große Diskussion in Gang gekommen. Macron will in Frankreich innerhalb von 5 Jahren die Bedingungen für zeitweilige oder endgültige Rückgaben des künstlerischen Erbes nach Afrika schaffen. Dies schließt auch den Aufbau von wissenschaftlichen und konservatorischen Kapazitäten in den Ländern ein, wo diese noch nicht vorhanden sind. Wir könnten das gemeinsam tun. Wir sollten nicht vergessen, wir, die Europäer, waren es, die seit der Französischen Revolution für unsere Museen intellektuelle Aneignung und materielle Aneignung in eins gesetzt haben. Und wir Europäer waren es, die in Afrika Nationalstaaten erst eingeführt haben, Grenzen gezogen haben, die sonst so oder vielleicht auch gar nicht gezogen worden wären. Und die Afrika damit auch wichtiger Teile seiner Kultur beraubt haben. Vielleicht stünde es uns auch deswegen gut an, mit Emmanuel Macron und den Franzosen gemeinsam über die Einheit geistigen und materiellen Eigentums und eine offene Kulturdebatte mit Afrika einzutreten. Ich glaube jedenfalls, dass es hohe Zeit ist, das zu tun, wenn wir auch zeigen wollen, dass wir es ernst meinen mit der Partnerschaft auf Augenhöhe. Angesichts all dieser großen Herausforderungen der liberalen Weltordnung, China, Afrika, nuklearen Bedrohungen, wächst die Aufgabe Europas. Und gleichzeitig hat man den Eindruck, dass, wenn man der europäischen Debatte lauscht, viele so reden, als hätten wir noch eine zweite Europäische Union im Keller. Eugen Roth hat einmal gesagt, zu fällen einen schönen Baum braucht es eine halbe Stunde kaum. Zu wachsen, bis man ihn bewundert, braucht eher, bedenk es, ein Jahrhundert. Die Spannungen zwischen den Regierungen der Europäischen Union haben zugenommen. Und indem die Regierungen das Übel immer in Brüssel sehen, weil sie sich selbst für ihr Handeln nicht verantworten wollen, machen sie es leicht, diese Frontstellungen immer wieder neu zu schaffen. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir im Sinne Dahrendorfs unsere gemeinsamen Interessen noch nicht verstanden haben. Meine Damen und Herren, wir brauchen deshalb zuallererst in dieser sich verändernden Welt eine Schubumkehr in Europa, wenn wir nicht in einigen Jahren vor den Trümmern der Europäischen Union stehen wollen. Es ist eben ein Fehler zu glauben, dass die Europäische Union den Verlust nationaler Souveränität beinhaltet. In Wahrheit haben wir in der Welt von morgen diese behauptete nationale Souveränität schon lange nicht mehr, sondern wir gewinnen an Souveränität
über den Umweg der Europäischen Union zurück. Gerade in der Außenpolitik muss die Europäische Union über sich hinauswachsen. In der unruhigen Welt von heute können wir uns Europäer nur im Zusammenschluss behaupten. Unsere Kinder und Enkel, die hier mehrheitlich sitzen, haben nur die Wahl zwischen keiner Stimme in der Welt oder eine gemeinsame europäische. Machen wir uns aber nichts vor, die Welt sieht Europa als reich, aber schwach an. Das verlockt übrigens zu Interventionen und Manipulationen. Daher muss die Europäische Union die Verteidigung unserer offenen Gesellschaften und das Zusammenwachsen unserer Völker und Ökonomen gemeinsam bewerkstelligen. Ein paar der ersten Schritte haben wir unternommen. Die weitreichsten Vorschläge dazu kommen aktuell aus Frankreich. Aber auch Italien wird sich weiter zu Wort melden und die deutsche Haltung zu diesen Initiativen muss die nächste Bundesregierung festlegen, völlig egal, wer sie stellt. Das wird im Zentrum der Regierungspolitik stehen müssen. Der nächste Koalitionsvertrag, egal wer ihn verhandelt, muss im Zentrum europäische Politik haben. Es reicht nicht, das bisher Erreichte zu bewahren und zu loben, wenn das bisher Erreichte ist nämlich nicht krisenfest. Und man muss gute Zeiten nutzen, um vorzubauen. Nichts anderes will der französische Präsident. Macron hat die Abwärtsspirale erkannt, in der sich die Europäische Union befindet. Er hat das übrigens nicht zufällig mit einem Bürgerkrieg verglichen. Die Wahl eines offensiv pro-europäischen Präsidenten in Frankreich ist wirklich ein Glück von historischer Dimension. Meine Damen und Herren, Deutschland und Frankreich kommen nur zusammen, wenn wir uns auf gemeinsame Orientierungspunkte darüber einigen können, wie es mit Europa weitergeht. Die Richtung muss stimmen. Über die Route und Inhalte werden wir sicher noch zu streiten haben. Wir brauchen jetzt eine Dynamisierung der europäischen Integration und sie muss auch in Deutschland endlich Impulse bekommen. Denn zurzeit steht es mit Blick auf Europa und Vorschläge dafür zwischen Frankreich und Deutschland 10-0 für Frankreich. Wir sollten es bei diesem Spielstand nicht belassen. Das wird für uns viele ernste Diskussionen über Wirtschafts- und Finanzfragen bescheren. Und auch in der Sicherheitspolitik sind wir gefordert, gemeinsame Linien zwischen Deutschland und Frankreich zu finden. Dass ein Konsens trotz sehr unterschiedlicher Ausgangspunkte und Traditionen durch den beständigen Austausch gerade zwischen Deutschland und Frankreich entstehen kann, dafür haben wir in der Vergangenheit wirklich große Beispiele gefunden oder geliefert. Hier kann man, glaube ich, anknüpfen, denn wir Deutschen sollten uns doch im Klaren sein, woraus unsere aktuelle Stärke in Wahrheit resultiert. Doch zuallererst daraus, dass sich Deutschland inmitten von europäischen Freunden hat friedlich entwickeln können. Unsere relative aktuelle wirtschaftliche Stärke in Deutschland haben wir zu einem ganz erheblichen Teil Europa und übrigens dem Zutrauen unserer europäischen Nachbarn, insbesondere Frankreichs, zu verdanken, dass wir ein friedliches Land bleiben. Ohne die europäische Einigung mit der deutsch-französischen Aussöhnung und Zusammenarbeit als ihrer Basis wäre das, was wir heute erreicht haben, niemals möglich gewesen. Emmanuel Macron hat das, was uns zusammenhält, sehr leidenschaftlich bei seiner Rede zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr auf den Punkt gebracht. Er ist ja ein sehr belesener Politiker und hat beschrieben, wie es vielfach deutsche und französische Autoren waren, die die Werke aus der jeweils anderen Kultur besonders gut verstanden und für ein größeres Publikum zugänglich gemacht haben. Ihm selber, so Macron, habe der deutsch-jüdische Philosoph Walter Benjamin erst den großen französischen Dichter Baudelaire nähergebracht. Distanz schärft wahrscheinlich erst den Blick für das Besondere. Europäer, gerade wir Deutschen und Franzosen, haben also durchaus gelernt, dass das andere nicht das sein muss, das die eigene Identität bedroht oder in Frage stellt. Das Gegenteil trifft zu. Die Andersartigkeit unserer nächsten Nachbarn nähert unsere eigene Identität, die französische wie die deutsche, aber auch die europäische. Und es ist genau diese Vielfalt, die Europas Stärke ausmacht. Europa ist schließlich auch ein Projekt, das für unsere derzeit so kriegerische und konfliktreiche Welt ein unglaubliches Beispiel zu liefern hat, was es nirgendwo auf der Welt bislang gibt. Ich empfinde es heute noch als ein fast nicht zu verstehendes Wunder, dass ausgerechnet wir Deutschen, die durch unsere Nachbarländer als Mörder, als Brandschatzer, als Folterer gezogen sind,
von diesen Ländern wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg eingeladen wurden, zurückzukehren an den Tisch zivilisierter Völker. Müssen übrigens mutige Staatsmänner und Staatsfrauen gewesen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Belgien, Luxemburg, Frankreich, Italien so unglaublich populär war oder in den Niederlanden, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ausgerechnet die einzuladen, die gerade brandschatzend durch diese Länder gezogen waren. Und trotzdem haben die das gemacht. Das ist ein unglaubliches Beispiel für die Welt. So etwas hat es noch nicht gegeben. Vor allen Dingen nicht, dass aus Feinden erst Partner und dann Freunde werden konnten. Das ist ein Beispiel, das man nirgendwo in der Welt so bewundern kann wie bei uns in Europa. Und wir, die Deutschen, sind die großen Profiteure dieses Beispiels. Nicht zuletzt wegen dieses so einzigartig erfolgreichen Beispiels haben wir Deutschen eine besondere Verantwortung für die Zukunft, für dieses gemeinsame Europa. Im Sinne Dahrendorf liegt aber sicher noch ein gutes Stück Arbeit vor uns als Deutsche und als Europäer. Ob wir die Kraft dazu haben? Ich weiß es nicht. Aber wir müssen es versuchen. Und es beginnt mit der Definition unserer eigenen Interessen. Dann stellen sich Machtfragen. Das ist nicht angenehm. Aber was hat Willy Brandt mal gesagt? Es mag so sein, dass Macht den Charakter verdirbt, aber Ohnmacht nicht minder. In diesem Sinne sollten wir uns nicht allzu lange auf unserer angeblichen Ohnmacht ausruhen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich sage jetzt noch nicht Danke, weil der Außenminister ja gesagt hat, er möchte gerne diskutieren. Und das haben wir zwar noch nie gemacht, aber warum sollten wir das nicht tun? Und ich würde sagen, wir haben 10 Fragen. Je nachdem, wie lange der Außenminister antwortet, kann sich das reduzieren auf die Komplexität der Fragen. Und das Wichtige ist bitte, keine Co-Referate, sondern klare und verständliche, auf einen Punkt gebrachte Fragen. Wer möchte beginnen? Die ersten 8 Fragen dürfen nur Leute unter 35 stellen. Wenn Sie mich vor 30 Jahren gefragt hätten, ob ich mir vorstellen kann, oder noch länger, als das erste Mal als junger Mensch in den Niederlanden war, ob ich mir vorstellen könnte, dass die Niederländer mal unter deutschem Kommando ihre Armee laufen lassen, hätte ich gesagt, niemals. Das ist längst passiert. Eine ganze Panzerbrigade der Niederländer steht unter dem deutschen Kommando. Die Tschechen und die Rumänen diskutieren gerade das Gleiche. Warum passiert das? Erstens, weil es großes Vertrauen in die Friedfertigkeit unseres Landes gibt. Zweitens, weil wir mehr und mehr merken, dass wir natürlich Geld verschwenden. Gucken Sie, wir geben ungefähr die Hälfte dessen aus, was die Vereinigten Staaten für Rüstung ausgeben. Übrigens, das Argument der Amerikaner, dass sie, die die gleich große Volkswirtschaft haben wie Europa, nicht auf Dauer 70% unserer Sicherheitsausgaben bezahlen wollen, finde ich erstmal nachvollziehbar. Wir geben ungefähr die Hälfte dessen aus, was die Amerikaner ausgeben. Aber nur 15% der Effizienz, weil wir alle das Gleiche beschaffen, unterschiedlichste Formen von militärischem Gerät, weil wir nicht zusammenarbeiten.
Und das erste Sinnvolle, was man doch machen muss, ist mal zu fragen, wenn wir denn 27 Freunde sind, wer kann eigentlich aufgrund seiner Leistungsfähigkeit, seiner mittelalterlichen Tradition, was auch immer, wer hält was vor? Das gibt es schon in kleineren Ausmaßen, aber was nicht etwa Frau von der Leyen, sondern 22 Mitgliedstaaten der Europäischen Union verabredet haben und was ich richtig und gut finde, ist, dass wir ein Zentrum für eine permanente, strukturierte Zusammenarbeit bilden, um solche Verabredungen zu treffen. Wer macht was und mit welchen Mitteln? Das ist erstmal sinnvoll, was den Geldeinsatz angeht. Zweitens, warum brauchen wir das? Weil sie in der Welt von heute und leider auch von morgen vermutlich ohne Militäreinsätze nicht klarkommen werden. Man kann das unangenehm finden, finde ich auch. Es gibt große Risiken dabei. Aber wollen wir noch mal zuschauen, wie durch das Nicht-Eingreifen 1 Million Menschen in Ruanda in einem Völkermord sich gegenseitig abschlachten? Wollen wir noch mal zuschauen, wie in Srebrenica Hunderttausende Menschen gefoltert, vergewaltigt und umgebracht werden? Das können Sie ja fortsetzen. Eine der Lehren von Auschwitz ist auch, nicht wegzuschauen. Übrigens, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika weggeschaut hätten, dann würden wir heute vermutlich entweder unter Hitler oder unter Stalin leben oder ihren Nachfolgern. Die haben sozusagen ihre Söhne und Töchter in einen weit entfernten Krieg geschickt, um diese Entwicklung zu verhindern. Sie werden auf der Welt nicht sich komplett raushalten können. Nehmen Sie das Beispiel Syrien. Ist es eigentlich völlig unvorstellbar, dass die Europäische Union einen Waffenstillstand durchsetzt, den man manchmal gegen die verteidigen und robust durchsetzen muss, die einen solchen Waffenstillstand nicht akzeptieren werden? Und ich finde, solchen Fragen kann man nicht ausweichen. Und dann finde ich es sinnvoller, wir sind eingebunden in ein System strukturierter Zusammenarbeit, als dass jeder macht, was er will. Das ist teuer und ineffizient. Ich möchte übrigens auch, ich finde es ganz gut, gerade vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, wenn die deutsche Bundeswehr eingebunden ist in die NATO sowieso, aber in ihren Fähigkeiten auch in die Europas. Und übrigens, die Balten sind sehr froh und stolz darüber, dass in Litauen unter deutschem Kommando eine relativ kleine Einheit ist, um die NATO dort zu repräsentieren, weil die Balten Sorge haben, dass wenn die NATO nicht da ist, ein großer Nachbar auf ähnliche Ideen kommen könnte, wie er auf der Krim gekommen ist, weil die vermutlich nicht ganz zu Unrecht sagen, wenn keiner da ist, dann werdet ihr nicht wegen uns einen Krieg mit Russland beginnen. Also es ist besser, ihr seid da, damit es dazu gar nicht erst kommt. Ich bin kein Pazifist, auch wenn ich mir eine friedliche Welt wünsche. Ich glaube, dass man auf absehbare Zeit mit solchen Auseinandersetzungen leben muss. Und dann finde ich es besser, es europäisch einzubinden. Das eigentliche Problem kommt aber. Wenn das gelingt, wir sind noch weit davon entfernt, denn ob es am Ende eine europäische Armee ist, müssen ja auch Fragen nach uns Leute beantworten. Ich bin erstmal für Zusammenarbeit. Dann wird es eine entscheidende Frage geben. Wer entscheidet dann eigentlich über den Einsatz der Bundeswehr? Das tut derzeit der Deutsche Bundestag. Wir haben eine Parlamentsarmee. Jetzt stellen Sie sich mal vor, die Vereinten Nationen rufen zu einem bewaffneten Friedenseinsatz auf. Und die Niederländer sagen, wir machen da mit. Inzwischen gibt es aber eine Zusammenarbeit, wo die das nur können, wenn die Deutschen die Logistik liefern. Sagen wir dann nein, weil gerade Wahlen vor der Tür sind? Oder weil der Bundestag schlechte Laune hat? Wie gehen wir damit um? Das ist ich kann die auch nicht beantworten, die Frage. Das ist eine unbeantwortete Frage, weil zurzeit steht in der deutschen Verfassung was anderes. Da gibt es nur eine Institution, die entscheiden kann darüber, dass Bundeswehr eingesetzt wird. Das ist der Deutsche Bundestag, sonst niemand. In einer zusammenwachsenden europäischen Verteidigungsfähigkeit würde ja unter dem Dach der Vereinten Nationen der Einsatz nur möglich sein, wenn andere zustimmen. Das ist eine ungelöste Souveränitätsfrage. Aber das Schöne ist, bis wir so weit sind, ist einer von Ihnen Außenminister. Wahl
Naja, aus welchen Gründen man Wahlen gewinnt oder verliert, kann man auch mal eine Vorlesung zu machen. Ich bin auch gar nicht so sicher, ob das unbequem ist. Ich habe ja versucht, Deutschland und Europa zusammenzubringen. Ich glaube nicht, dass es eine... es gibt deutsche Interessen, keine Frage. Wenn der französische Präsident über protektionistische Maßnahmen gegen China und andere argumentiert, dann kann man schnell verstehen, warum er das tut und sagt, naja, der will gegen Dumpingwettbewerb französische Jobs schaffen. Die Deutschen sind eine viel exportabhängigere Nation und deswegen sucht sich, wenn Europa über protektionistische Maßnahmen nachdenkt, China immer ein deutsches Unternehmen aus, um zu zeigen, wie sie darauf reagieren können. Das heißt, sie werden ohne deutsche Interessendefinition auch nicht klarkommen. Interesse definieren ist auch erstmal nicht schlimm. Die Frage ist, ich glaube, dass es die Voraussetzung ist, um zum Interessenausgleich zu kommen. Wenn man so tut, als habe man keine Interessen, schwindelt man entweder oder man wird Fehler begehen. Ich glaube nicht, dass es, gut, das ist jetzt eine persönliche Auffassung, ich glaube, dass Politik dann an Respekt gewinnt, wenn sie sagt, wofür sie ist und wenn sie hinter das tut, was sie vorher gesagt hat. Ich glaube nicht, dass Politik daran scheitert, dass Menschen keine Konflikte, nichts Anstrengendes hören wollen, das glaube ich nicht. Das heißt nicht, dass man Gleichwahlen gewinnt, das heißt nicht, dass man sofort überall Zustimmung bekommt. Aber ich bin nun zugegebenermaßen Sozialdemokrat, ich glaube an die Aufklärung und an die Kraft des Arguments. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, die Menschen vor den Schwierigkeiten der politischen Entscheidung bewahren zu wollen, das führt jedenfalls nicht zu einer guten Grundlage für politischen Handeln. Und deswegen bin ich nicht so pessimistisch wie Sie. Aber man kann schon mal was auf die Nase kriegen, das ist so. Ja, sonst, wenn Sie davor Angst haben, wem es in der Küche zu heiß ist, der soll nicht Koch werden. Gibt es auch Frauen, die hier was fragen? Okay, das... Nein, nein. Ja, ich hätte eine Frage zu China. Haben Sie ja gerade angesprochen, ist ja ein enorm wichtiger Wirtschaftspartner und schenkt auch neue Gefühle aus. Inwiefern sehen Sie da die EU und Deutschland vielleicht in der Pflicht, gerade was Menschenrechte und so weiter angeht, Forderungen aufzustellen? Weil da ja schon zwei Wertesysteme auf. Das tun wir in jedem Gespräch mit Chinesen, mit der Regierung, mit vielen anderen. Davon lässt sich die derzeitige chinesische Staatsführung aber nur begrenzt beeinflussen. Es gibt manchmal Erfolge und wenn Sie nicht über Menschenrechte reden, sondern über Rechtsstaatlichkeit, dann gibt es sogar Fortschritte in China. Aber man darf nicht erwarten, dass sich das schnell verändert. Ich glaube, dass wir am Ende auf das chinesische Verhalten, zum Beispiel in der Welthandelspolitik, nur Einfluss nehmen können, wenn wir als Europäer uns mit anderen, auch mit den Vereinigten Staaten, wieder darauf verständigen, dass die Welt Regeln braucht. Wenn wir die jetzigen Regeln abschaffen, die ja auch in Deutschland manchmal als ungenügend empfunden werden, sind ja auch ungenügend, aber wenn sie die abschaffen, dann allerdings wird China versuchen, seine Regeln durchzusetzen. Und ich kann Ihnen mal zwei Beispiele nennen dafür, dass das schon dabei ist. Die Europäische Union hat in der letzten Woche versucht, eine gemeinsame Position zu Jerusalem zu finden und zu der Entscheidung der Vereinigten Staaten von Amerika, Jerusalem als Hauptstadt Israels zu akzeptieren. In der Vergangenheit war das immer möglich, kein Problem. Wir haben immer 28-0 eine solche Position hinbekommen. Das ist nicht mehr gelungen, weil Ungarn gesagt hat, sie machen da nicht mit. Und China zum Beispiel hat eine Gruppe, das ist jetzt das erste Beispiel, hat nichts mit China zu tun, das zweite mit China direkt. Es gibt eine Gruppe, die heißt in Europa, sind 16 europäische Staaten, manche in der EU, manche nicht, plus China. Die heißt in Europa 16 plus 1. Wissen Sie, wie die in China heißt? 1 plus 16. Das chinesische Modell ist ein bisschen näher an der Realität. Und als es um die Frage geht, akzeptieren wir einen und erklärt die Europäische Union, dass sie ein Seegerichtshofsurteil über eine Auseinandersetzung im chinesischen Meer akzeptiert und richtig findet, gab es Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die das nicht mitgemacht haben. Warum nicht?
weil es Hinweise gab aus China, dass doch bestimmte Investitionsverabredungen, die man getroffen hat, die wolle man doch bestimmt nicht durch ein China-kritisches Abstimmungsverhalten in der Europäischen Union in Frage stellen. Das heißt, wir sind schon mittendrin darin, dass europäische Interessen aufgespalten werden. Griechenland hat bei einigen Fragen sehr zurückhaltend agiert, weil China gerade dabei ist, einen Hafen zu kaufen. Ich will damit nur sagen, das meine ich mit dem Thema Interessen. Wir können das mit den Werten nicht lassen und dürfen es nicht lassen. Aber wenn es uns nicht gelingt, gemeinsame Interessen zu formulieren, dann werden wir nur mit dem Hochhalten von normativen Vorstellungen, wie Münkel das nennt, nicht sehr weit kommen. Und dann werden wir auch keinen Respekt ernten. Deswegen müssen wir beides tun. Interessen definieren, auch den Mehrwert europäischer Interessen gegenüber kurzfristigen nationalen Interessen und die an den Werten, die wir vertreten, messen lassen. Aber diese Interessendefinition, die haben wir in der Vergangenheit eher zurückhaltend gemacht. Und wenn es eng wurde, dachten wir, dass die Vereinigten Staaten die schon für uns durchsetzen. Das tun sie nicht mehr in gleichem Maße, manchmal auch gar nicht mehr. Mal ganz oben, erstmal das mal oben, ne? Ja, wir sind in der Arena. Und bislang hatten wir jemanden, der mitgeholfen hat, faire Spielregeln für diese Arena zu finden, indem wir nämlich internationale Verträge geschlossen haben, Welthandelsorganisationen, vieles andere mehr. Und dieser jemand sagt jetzt, ich bin nicht mehr zuständig für die Architektur der Arena. Ich gehe da runter auf den Sandplatz. Ich bin Kombattant in der Arena. Und das wird bedeuten, dass andere versuchen, die Spielregeln in der Arena zu verändern. Dass wir im Wettbewerb von Regionen sind, dass wir im Wettbewerb von Staaten sind, das ist nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, wenn das nicht mehr auf der Basis für alle verbindlicher Regeln entsteht, sondern wenn da das Recht des Stärkeren gilt. Wenn Sie die Stärke des Rechts ersetzen durch das Recht des Stärkeren. Nicht die Arena ist das Problem, sondern die Frage, unter welchen Spielregeln wird da eigentlich Wettbewerb betrieben? Und wenn es dort darum geht, dass nur das Recht des Stärkeren gilt und nur der auch das Recht hat, sich durchzusetzen, und so ist der Artikel von McMaster und Cohen zu verstehen im Wall Street Journal, dann verändert das die Weltlage dramatisch. Ich glaube am Ende auch zu Ungunsten der Vereinigten Staaten. Ich glaube, dass Europa dafür sorgen muss, erstens, dass wir nicht der Illusion verfallen, in dieser Arena als Nationalstaaten uns tummeln zu können, sondern dass wir das als Region müssen. Zweitens, dass wir für faire Spielregeln eintreten müssen, dass wir für die Herrschaft des Rechts eintreten und nicht für das Recht des Stärkeren. Und dass wir versuchen müssen, auch die Vereinigten Staaten davon wieder zu überzeugen, weil am Ende sind auch die Vereinigten Staaten Verlierer in einer sozusagen weitgehend von den Spielregeln, die wir bisher gekannt haben, entkernten Welt. Und auch die werden nicht klarkommen mit einer G0 oder einer G2-Welt. Das ist meine Vorstellung davon. Aber dass wir in der Arena sind und dort nicht auf den Zuschauerbänken Platz nehmen können, das scheint mir jedenfalls sehr eindeutig zu sein. Herr Gabriel, ich sehe nicht, dass wir im Moment so sehr für faire Spielregeln eintreten. Wenn ich zum Beispiel unser wirtschaftliches Agieren und die Handelsbeziehungen zu anderen Staaten anschaue, dann ist es doch zum Beispiel so, dass Menschen, nehmen wir Bangladesch einfach als Beispiel, unsere Kleidung für wahnsinnig wenig Geld, Stundenlohn, Tageslohn, Monatslohn, herstellen, dass vielleicht Kindersklaven in Mali unsere Schokolade und den Kakao unserer Schokolade kriegen. Und wir kaufen ihn zu Weihnachten, ohne groß darüber nachzudenken, wo die Schokolade letztendlich herkommt oder der Kakao. Und ich finde, dass wir eigentlich schon fast in so einem kannibalischen System schon mittlerweile schon recht große Player sind. Und ich denke auch nicht, dass es um die
den höchsten Rang in einem globalen Gefüge geht, sondern wir sind relativ weit oben und haben dadurch einfach sehr viele Möglichkeiten, globales Geschehen zu bestimmen. Und das machen wir auch. Ich meine, wirklich nochmal als Beispiel diese wirtschaftlichen Beziehungen. Und ich sehe dieses faire Spielen von unserer Seite, von der deutschen, von der westlichen Gesellschaft eigentlich überhaupt nicht mehr. Also, dass das in der Welt nicht fair und gerecht zugeht, ist ohne Zweifel. Ich war gerade in Bangladesch und habe mich mit den Vertretern von Textilarbeitergewerkschaften getroffen. Und natürlich sind die froh darüber, dass sie ein Land wie Deutschland haben, das versucht, ein solches Textilabkommen durchzusetzen. Und bei uns gibt es ja durchaus eine ganze Reihe von Unternehmen, wie H&M zum Beispiel, die daran mitarbeiten. Es gibt übrigens andere in Deutschland, die das nicht tun. Aber es gibt welche, die tun das. Und das Erste ist, dass sie dort einen gemeinsamen Approach gefunden haben, der zu der Frage, das ist der erste Schritt hin zu der Frage Baustandards, Sicherheit der Gebäude kommen. Wir sind noch nicht so weit, dass auch Betriebsratsgründungen, Gewerkschaftsgründungen möglich werden, was zwingend erforderlich ist. Ich habe, als ich Außenminister wurde, in meinem Haus erstmal eingerichtet, eine Stelle für internationale Arbeitnehmerfragen. Warum? Weil ich ehrlich gesagt in meiner Geschichtskenntnis auch in Europa die Durchsetzung von Menschenrechten nie gesehen habe, dass sie das liberale Bürgertum geschafft haben. Sondern immer nur dann, wenn sich das liberale Bürgertum mit der organisierten Arbeiterbewegung verbunden hat, dann ist sozusagen Kraft auf die Straße gekommen. Die Unterstützung freier Gewerkschaften, das Helfen zur Organisation. Wir haben in Deutschland große Gewerkschaften wie die IG Metall oder auch Verdi, die in den internationalen Textilarbeitergewerkschaften zum Beispiel wichtige Funktionen haben. Das sind konkrete Dinge, die wir machen. Wir haben einen nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte auf der Basis der entsprechenden UN-Konvention in der letzten Legislaturperiode verabschiedet. Der steht jetzt demnächst zur Überprüfung an. Warum? Weil wir dort festgeschrieben haben, dass wenn die Unternehmen in Deutschland sich nicht nachprüfbar an die dort beschriebenen Standards halten, wir dann gesetzgeberisch tätig werden müssen. Also, als jemand, der auf die Welt blickt, dann kann man nur sagen, ja, na klar, haben Sie recht. Aber das entsteht nicht von heute auf morgen. Es entsteht durch politisches Engagement, durch die Beteiligung in internationalen Organisationen. Ich wäre froh, wenn der Rest Europas sich in der Weise daran beteiligen würde, wie das Deutschland längst tut. Also ich kann nur sagen, Sie haben recht, ja, aber die Beschreibung der Realität lässt außer Acht, was gerade dieses Land in den letzten Jahren gemacht hat. Und dieses Textilbündnis ist eines der Beispiele dafür. Na klar ist das so klein. Mensch, als ich 1889 in Paris die erste Treffen der internationalen Arbeiterbewegung getroffen habe, da haben die sich getroffen und haben den 1. Mai sich ausgedacht. Das ist der Tag, wo sie hier immer alle schön den Tag frei machen. Da haben die sich gedacht, an dem Tag kämpfen wir, na, da gehen ja noch nicht mal die Gewerkschaftsmitglieder hin zum 1. Mai. An dem Tag kämpfen wir für den 8-Stunden-Tag, für das freie und geheime Wahlrecht und fürs Frauenwahlrecht. Das waren die drei Forderungen. Glauben Sie, dass 1889, die das gemacht haben, gedacht haben, dass das ein Jahr, 5 Jahre oder 10 Jahre später erledigt gewesen sei? Der 8-Stunden-Tag, da hat es fast 70, 80 Jahre gebraucht. Ich will damit nur darauf hinweisen, dass wenn man Mitglied einer 155 Jahre alten Partei ist, dann weiß man, dass der Fortschritt Schritt für Schritt kommt, dass der Fortschritt unzureichend ist, dass der ärgerlich ist, dass der einen wütend machen kann, enttäuscht, frustriert, dass man wahnsinnig werden kann über das, was eigentlich nötig wäre, gemessen an dem, was man an Fortschritt erreicht. Und trotzdem wird es keinen anderen Weg geben. Und ich glaube, da gilt das alte Motto, eine bessere Welt kommt nicht von allein. Und ich finde, wir machen mehr, aber wir machen natürlich nicht genug. Aber trotzdem würde ich sagen, unsere Unternehmen waren die in den 80er Jahren, 70er und 80er Jahren zuerst in Südafrika in ihren Betrieben gesagt haben, die Standards, die die Regierung zum Thema Apartheid will, machen wir nicht mit. Wir fordern von unseren Unternehmen, wenn sie in solche Länder gehen, dass sie sich gefälligst nicht zum Beispiel dem Verbot von Frauenarbeit beugen müssen in einigen Ländern, dass sie nicht Kinderarbeit machen dürfen, dass sie natürlich zulassen müssen, dass es gewerkschaftliche Organisationen gibt. Ich finde, dass wir in den letzten Jahren, was das angeht, durchaus Fortschritte gemacht haben, bei weitem nicht genug. Und was das Verbraucherverhalten angeht, da in der Tat geht es nur unter dem Motto von Erich Kästner. Es gibt nichts Gutes,
Außer man tut es. Jetzt gucken Sie mich so enttäuscht an. Übrigens, damals, 1889, haben die beschlossen, das Kapital ist national organisiert, dagegen hilft nur die internationale Solidarität der Arbeiterbewegung. Naja, so 130 Jahre später stellen wir fest, die Einzigen, die international organisiert sind, ist das Kapital. Und wir muscheln noch national rum. Das ist auch eine Lehre aus dieser Entwicklung. Wir brauchen auch da mehr Zusammenarbeit. Ich komme aus Goslar, das kann gar nicht sein. Darf ich mal eine böse Antwort geben? Das ist doch Ihr Problem, nicht meins. Nee, wissen Sie warum? Ich erkläre Ihnen warum. Ich werde diese Frage kriegen. Ich gehe viel in Schulen und diskutiere mit Schülern. Und eine der häufig gestellten Fragen ist, ich spitze es mal ein bisschen zu, was tun Sie gegen meine Politikverdrossenheit? Und meine Antwort ist, gar nichts. Und ich übrigens, als ich angefangen habe, mich 15, 16, mich politisch zu engagieren, das Letzte, was ich gemacht hätte, wäre Politiker fragen, was er eigentlich tun muss, damit ich mich politisch engagiere oder ihn frage, ob er mir nicht dabei helfen kann oder Werbung machen kann. Das hätte ich mir verboten. Das wäre das Letzte, was ich auf die Idee gekommen ist. Ich wollte den ja weghaben, selber machen. Also meine Bitte ist, ja, wir können noch mehr Werbung machen, obwohl ich glaube, dass nirgendwo so viel, diese Welt ist voll von Informationen. Gibt nichts. Es gibt, wir können auch noch mehr sozusagen virtuelle Ortsvereine bilden. Aber am Ende steht in der Politik die Mühe der Ebenen. Die Mühe der Ebene heißt, immer unzufrieden sein. Das Glas ist höchstens halb voll. Meistens ist es halb leer. Man trifft auf Leute, die irgendwie einen fragen, sag mal, hast du eigentlich nichts Besseres mit deiner Zeit zu tun, als sich für Politik zu engagieren? Oder im Freundeskreis fragt einer, sag mal, hast du nichts Anständiges gelernt, musstest du Politiker werden? Oder sie machen die Zeitungen auf, jetzt haben sie sich politisch engagiert, dann malt sie da einer ab, so dass es ihnen peinlich ist und sagen, um Gottes Willen. Das alles gehört dazu. Und es gehört dazu, dass Sie sich Partner suchen, Freunde. Aber fragen Sie nicht Ältere, was die dafür tun können, dass Sie sich politisch engagieren. Machen Sie es nicht. Sondern sagen Sie, ich will das anders machen als der. Ich kann das besser als die. Ich habe andere Vorstellungen. Und dann streiten sie sich mit mir rum und sagen, warum machst du das so und nicht so? Und wieso bist du immer noch da Geschäftsführer, Außenminister und nicht längst in Rente? Und warum... Verstehen Sie, wenn Sie Politik machen wollen, dann müssen Sie eigentlich nur zwei Voraussetzungen haben, nur zwei. Erstens, Sie müssen neugierig sein. Sie müssen neugierig sein auf das Leben anderer. Sie müssen sich interessieren für andere Menschen, auch für die, die Ihnen ganz unangenehm sind. Und zweitens, Sie müssen Spaß und Freude an der Zusammenarbeit mit anderen haben. Menschenfeinde haben in der Politik nichts verloren. Leider gibt es die oft genug. Zyniker haben in der Politik nichts verloren. Aber Leute, die neugierig sind, sie müssen auch nicht Politik studiert haben. Das ist vielleicht sogar hinderlich. Und ich habe Politik studiert. Ich bin übrigens nicht Gymnasiallehrer geworden vorher, sondern ich bin in der Erwachsenenbildung gewesen. Ich habe also mildernde Umstände. Und habe bis heute einen ruhenden Arbeitsvertrag bei dem Bildungswerk der Niedersächsischen Volkshochschulen. Da habe ich Deutsch für Ausländer unterrichtet. Wird ja wieder gebraucht jetzt, wenn es schief geht. Und man darf nämlich nicht gekündigt werden, wenn man im Angestelltenverhältnis ist. Ich war kein Beamter, wenn man gewählt wird. Und ich bin immer wieder gewählt worden. Deswegen wählen die alle SPD, weil ich sonst zurückkomme. Und also Sie müssen sozusagen, wenn Sie sich politisch engagieren wollen, wirklich nur interessieren für das Leben anderer. Willy Brandt hat das mal Compassion genannt. Die Bereitschaft und die Fähigkeit, das Leben anderer durch deren Augen zu sehen, um es zu verstehen. Und Freude an der Zusammenarbeit, auch wenn es Rückschläge gibt, auch wenn es unangenehme Gestalten gibt.
Das sind die beiden Voraussetzungen für Politik. Und dann müssen sie sich entscheiden, wo sie Interessen haben, wo sie Lust zu haben, Spaß haben, damit sie all den Ärger, der auch kommt, aushalten. Also das ist mein Ratschlag. Aber fragen Sie nicht Typen wie mich, was wir gegen Politikverdrossenheit tun können. Gar nichts, müssen selber machen. Also ich habe ein Alter erreicht, ich schaffe das bis zum Ende meiner Tage irgendwie. Aber Ihre, wenn Sie über Politik reden, reden Sie über Ihre Zukunft und über die Frage, ob Sie sich in Ihrer Generation für Ihre eigene Zukunft engagieren. Ich meine, das müssen Sie selber beantworten. Und go ahead, gibt genug, wo man das machen kann. In Parteien, in Bürgerinitiativen, in der Kultur, in Sozialverbänden. Und wenn Sie gar nicht anders können, gründen Sie eine neue Partei. Aber fragen Sie nicht so etablierte Typen wie mich, was wir gegen Politikverdrossenheit machen. Das, ich will Ihnen da nicht antworten. Die Antwort müssen Sie selber finden. Das war jetzt böse, aber jetzt haben wir noch drei schlimm Fragen. Ich meine es auch noch ernst. Also. Drei Fragen, die nehmen wir noch zusammen. Einmal. Jetzt gerade zur Weihnachtszeit spielt das private Spenden wieder eine große Rolle in der Gesellschaft. Deshalb wollte ich Sie fragen, wie stehen Sie als politischer Vertreter, die natürlich auch irgendwie durch die Steuern natürlich auch Handlungsspielraum haben, was Entwicklungshilfe im politischen Sinn angeht. Wie stehen Sie dazu, besonders zu größeren privaten Spendern, also die auch für die Melinda Gates Foundation liegen, die, also ist das jetzt sozusagen positiv zu bewerten oder kann man auch Probleme erkennen? Also, oder wie ist das gerade? Ja, erstmal ist das so gut, wenn Menschen Geld spenden für vernünftige Dinge. Also wir machen das privat auch, wir haben auch Frau und ich entscheiden da jedes Jahr darüber, was wir da machen. Also ich habe zum Beispiel eine syrische Familie, die schwer verwundete Kinder hat und auch den Vater, aber auch andere Dinge. Und natürlich, wenn gab einen baden-württembergischen Unternehmer, der hat gesagt, es ist keine Schande, reich zu werden, aber es ist eine Schande, reich zu sterben. Und dann hat er sein Geld gestiftet. Also das muss jetzt nicht das Lebensmotto eines jeden sein, vor allen Dingen, wenn man Kind ist, findet man das vielleicht nicht so gut, wenn alles weg ist, aber das Einzige, wo ein Problem existiert ist, und das ist in unserer Charity-Gesellschaft manchmal der Fall, wenn Leute sagen, eigentlich finden wir das abartig, dass diese komischen Politiker über unsere Steuern entscheiden. Wir wollen die lieber in Steueroasen bringen und lieber selbst entscheiden, für was wir spenden. Das, finde ich, geht nicht. Sondern Artikel 14 Absatz 2 der Verfassung lautet, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Und dazu zählt zum Beispiel, das Gemeinwesen mitzufinanzieren. Und übrigens, niemand bislang ist pleite gegangen am Steuern zahlen. An dem Versuch, Steuern zu sparen, schon ganz viele. Also, ich würde sagen, das darf sich nicht, das eine darf nicht das andere ausschließen. Aber dass sie das Spenden, was Wunder, Deutschland ist ein Land, das, bei dem viele Menschen viel spenden. Ich habe ein paar Mal, dieses Jahr hatte ich keine Zeit, bei dieser Bild-Spendengala mitgemacht. Und ich sage Ihnen, das Rührendste ist, da rufen Leute an und sagen hier, ein Herz für Kinder, und sagen, ich spende 5 Euro, 10 Euro. Manchmal hören Sie, wenn die erzählen, an der Sprache und an dem, was sie erzählen, naja, dass das vermutlich nicht ganz wohlhabende Leute sind und vielleicht auch nicht die Bestgebildetsten. Aber das, ein offenes Herz haben die. Die sagen, ich spende 5 Euro, großartig. Und davon gibt es ganz, ganz viele Menschen in Deutschland. Das ist ein sehr spendenfreudiges Land. Das schließt nicht aus, anfällig Steuern zu zahlen. Beides ist vernünftig. Hat man da auch eine Verpflichtung, sich effektiver das Geld einsetzt? Ja klar, wenn Sie selbst Ihr Geld an jemanden spenden, wäre es schon ganz gut, Sie überlegen sich, wo es sinnvoll ist. Also ich habe zum Beispiel ein AIDS-Waisenhaus in Kenia. Da weiß ich, wer das macht und wie die das machen, da weiß ich, dass das Geld oder die Sachspenden auch wirklich da ankommen. Und deswegen mache ich das da zum Beispiel. Aber es gibt auch großartige Organisationen vom Brot für die Welt über Rotes Kreuz und andere. Dieser Ruf, Großorganisationen verschwenden das alles in der Verwaltung, der ist auch nicht richtig. Aber das können Sie, wenn Sie nicht glauben, geben Sie es wem anders. Aber ich glaube schon, dass man das ganz gut prüfen kann. Also ich finde, anderen Leuten zu helfen, ist vielleicht eines der schönsten Dinge, übrigens nicht nur zu Weihnachten, sondern 365 Tage im Jahr überlegen, wo kann ich ein bisschen mithelfen, ist doch, finde ich, auch eine befriedigende Angelegenheit. Ich finde, teilen
ist ja auch was, was einem selber was zurückgibt. Jedenfalls empfinde ich es so. Jetzt haben wir ganz viele Fragen. Die werden wir jetzt nicht mehr alle beantworten müssen. Müsst ihr mich wieder einladen? Nenne ich Weihnachten. Ja. Aber wir machen es jetzt so, wir nehmen noch mal zwei, dann sind wir gleich bei 10 oder 3, wir hatten 7. Und dann haben wir ja unser Zusammenkommen noch bei Glühwein und Lebkuchen und da müsst ihr die anderen Fragen sozusagen noch unterbringen. Erstmal du hast dich dann gemeldet, dann du und nochmal hier vorne. Ja? Herr Gabriel, unser Land braucht eine Regierung. Jo. Unser Land diskutiert darüber und in Ihrer Partei gibt es einige, die wollen keine Koalition mehr, sondern nur noch eine Kooperierung oder eine Tolerierung. Jetzt ist man sich einig, vor allem in außenpolitischen Fragen kann man nicht die Bundeskanzlerin einfach nach Brüssel schicken und dann wieder in Berlin sagen, nee, machen wir nicht. Man sollte sie vor allem also in außenpolitischen Fragen tolerieren. Und wenn man das macht, sollte die SPD dann nicht auch bei einer Minderheitsregierung A einmal den Außenminister stellen? Na klar. Und zweitens, wenn Sie als langjähriger SPD-Vorsitzender was ist, genug allein unter Schwarze zu gehen? Ich bin vieles, aber kein Masochist. Früher hat man mir das auch deutlicher angesehen, dass ich Askese für verdächtig halte. Also ich will noch mal versuchen, klarzumachen, wo es mir bei dem Thema Europa und strategische Außenpolitik darum geht. Es liegt nicht daran, dass Europa ohnmächtig ist außenpolitisch, sondern Europa ist nie gegründet worden, um nach außen tätig zu werden. Wir haben das schlicht nie gelernt, nie machen müssen. Wir sind nach innen gegründet, nach den Erfahrungen zweier Weltkriege, um nach innen Frieden zu schaffen und nach innen Wohlstand zu schaffen. Ein bisschen zugespitzt kann man sagen, es gibt einen amerikanischen Exzeptionalismus, der sagt, wir wissen, wie es aussieht in der Welt und deswegen setzen wir das da auch durch. So war das bisher. Und es gibt einen europäischen, der sagt, wir wissen aus, wie es in der Welt, deswegen wollen wir damit nichts zu tun haben. Und das ist jetzt irgendwie, das ist gar kein Vorwurf, sondern so ist Europa konzipiert und wir hatten zwei Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, die für uns außenpolitisch tätig geworden sind, Frankreich und Großbritannien. Ab und zu dann mal nichtständische Mitglieder, die beiden haben es gemacht. Übrigens durchaus, auch mit militärischen Interventionen. Und ansonsten war das die Vereinigten Staaten. Und ich glaube, worum es jetzt geht, ist zu erkennen, dass die Europäische Union in der Welt als weltpolitischer Akteur auftreten muss und das nicht tun kann, zum Beispiel in der WTO, mit 27 unterschiedlichen Auffassungen zur Welthandelspolitik, sondern mit einer Auffassung. Dass die Europa in Libyen nicht mal mit Großbritannien, mal mit Frankreich, mal mit Italien und dann mal mit Deutschland auftreten kann, sondern dass es eine europäische Politik gegenüber Libyen gehen muss. Übrigens, meistens verstecken sich dann regionale Milizen hinter irgendeinem, der da alleine unterwegs ist. Es ist so gewesen, dass Emmanuel Macron hat die beiden Hauptkontrahenten, den Ministerpräsidenten Sarraj und seinen Gegner General Haftar, zu sich nach Paris eingeladen. Warum eigentlich nicht die Europäische Union? Warum ist europäische Politik immer noch davon abhängig, dass ein europäischer Staats- und Regierungschef für sie handelt?
Also ich will damit ausdrücken, dass nicht etwa wir ohnmächtig sind, sondern wir haben das nie gemacht. Und das zu lernen, ich habe vor der französischen Botschafterkonferenz aller Botschafter Frankreichs in der Welt geredet und habe gesagt, ihr macht eine ganz klassische französische Außenpolitik, so wie das de Gaulle auch gemacht hätte oder Mitterrand oder Hollande. Was wir aber brauchen, ist eine wesentlich stärkere europäische Konzeption von Außenpolitik. Wir beginnen das jetzt im Bereich der Verteidigung. Meine politische Meinung ist eigentlich muss die Außenpolitik vorangehen. Und die Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist eigentlich eine Ableitung der Außenpolitik. Derzeit erleben wir aber das Umgekehrte, dass die Sicherheitspolitik der Außenpolitik voranläuft. Gut finde ich das nicht. Deswegen stellen sich schon strategische Fragen, wozu macht man das eigentlich? Wo sind wir dabei? Wo sind wir nicht dabei? Wie gehen wir in Europa mit unseren Nachbarstaaten um? Es gibt natürlich deutsche Interessen dabei, aber ich würde sagen, so wie ich vorhin gesagt habe, es kann keine deutsche Ostpolitik gegenüber Russland mehr geben, sondern eine europäische. Die ist aber sehr divers. Polen hat zur Frage Russlands eine komplett andere Auffassung als wir. Dänemark eine andere als Frankreich. Italien eine andere als Schweden beispielsweise. Ist aber nicht ganz unwichtig, zum Beispiel bei der Frage, wollen wir russisches Gas durch eine zweite Erdgaspipeline haben oder nicht? Wie betrachten wir eigentlich Energiepolitik? Ist das nur für einen Markt wichtig? Gibt es strategische Interessen Europas? Wie sichern wir Unabhängigkeit? Hängt das vom Lieferanten ab oder hängt das davon ab, dass wir eine Gasinfrastruktur haben, die so vernetzt ist, dass wenn der eine Lieferant ausfällt, wir sofort an einer anderen Stelle einspeisen können? Das sind Fragen strategischer Außen- und Wirtschaftspolitik. Die stellen wir zurzeit nicht oder wir beginnen sie erst zu stellen. Und das meine ich mit sozusagen das hat noch nichts mit Ohnmacht zu tun. Da, wo die Europäische Union in der Kritik ist, ist sie oft zu langsam, zu unterschiedlich. Und das stimmt. Wir haben nicht nur ein Problem mit, wird ja immer gerade über das Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Das ist gar nicht das Hauptproblem. Wenn wir alle in die gleiche Richtung gehen würden, nur unterschiedlich schnell, das ginge ja noch. Wir haben aber ein Europa der unterschiedlichen Richtungen. Die Frage viel schwieriger zu beantworten ist, wie gehen wir damit eigentlich um? Sie haben, glaube ich, in Ihrem Anfangsvortrag was zur Rechtsstaatlichkeit in Europa gesagt. Polen zum Beispiel. Jetzt kann man das, die wollen keine Flüchtlinge haben, sie gehen mit sozusagen EU-Rechtsprechung so um, dass wir das nicht akzeptieren. Wie gehen wir damit eigentlich um? Reicht das aus, den Polen jeden Tag zu sagen, was ihr macht, geht nicht? Und notfalls setzen wir alle Instrumente der Europäischen Union in Kraft, bis hin Entzug des Stimmrechts, weniger Geld, damit ihr euch endlich anpasst. Ist das ein erfolgversprechender Weg? Oder ist vielleicht der erste Weg, mal zu verstehen, warum ticken die Polen eigentlich anders? Polen war bis 1918 150 Jahre lang geteilt. Das Land gab es nicht. Es war aufgeteilt zwischen Russland, Österreich und Deutschland, Preußen. Übrigens, die katholische Kirche hat in Polen deshalb eine so wichtige Rolle, weil katholisch sein war in dieser Zeit die einzige Möglichkeit zu erkennen, dass man Pole ist. Die Preußen waren protestantisch. Die Russen russisch-orthodox und witzigerweise nur da, wo Österreich angrenzt, Österreich ist ja auch katholisch, gibt es einen schmalen protestantischen Teil in Polen. Ja, nur die katholische Kirche schickte Leute zum Polnisch studieren irgendwo hin. Deswegen gibt es eine so hohe Identität. Dann haben die 1918 die Unabhängigkeit bekommen. Aber 1939 haben wir in einem fürchterlichen Pakt mit Stalin, Hitler und Palik dem ein Ende bereitet. Übrigens deswegen finden Polen Gespräche von Deutschland und Russland ohne ihre Beteiligung, da haben die komische Erinnerungen dran. Und da kann man sagen, alles Quatsch, wir sind alle ganz anders, trotzdem muss man verstehen, was da passiert. Dann sind die zum ersten Mal wieder frei geworden und demokratisch, haben sich der NATO, der Europäischen Union angeschlossen. Warum? Weil sie nicht wieder in die Hände von, in diesem Fall, Russland fallen wollten. Jetzt, 25, 28 Jahre danach, stellen die fest, anders als wir, Brüssel fordert uns die Abgabe von nationaler Souveränität ab. Wir haben inzwischen gelernt, wir geben eigentlich nichts ab, weil wir diese nationale Souveränität alleine sowieso nicht mehr haben. Wir kriegen sie über Brüssel zurück. Für ein Land, das 150 Jahre geteilt war und danach zwischen 1939 und 1945 auch wieder von der Landkarte verschwunden war, ist die Frage nationaler Souveränität emotional eine völlig andere als für uns. Man muss das nur verstehen. Man muss das nicht teilen, aber man muss erst mal verstehen, was treibt die Polen eigentlich dazu, so zu denken. Und das Zweite ist, wir sind ja in Deutschland, haben wir ja den Eindruck, wir haben die Liberalität erfunden. Ne?
Deswegen sind wir entsetzt, dass die Polen keine Flüchtlinge wollen. Na, ich bin nicht so ganz sicher, was 25 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg passiert wäre, wenn aus Brüssel einer gekommen wäre und hätte so Anfang, Ende der 60er, Anfang der 70er den Deutschen gesagt, die gute Nachricht der Woche ist, ihr nehmt jetzt mal ein paar hunderttausend Muslime auf. Meine Vermutung ist, unsere Reaktion wäre geringfügig anders gewesen als 2015. Ich übrigens bin noch groß geworden in einer Zeit, in der Homosexualität ein schwerer Straftatbestand war, bis in die 70er Jahre, bis Willy Brandt Bundeskanzler wurde. Meine Mutter musste meinen Vater um Erlaubnis fragen, um arbeiten gehen zu dürfen. So war das Gesetz bis in die 70er Jahre. Übrigens auch, um ein Konto eröffnen zu dürfen, brauchte sie die Erlaubnis meines Vaters. Und übrigens meine Großmutter hätte es als große Schande empfunden, ohne Kopftuch ins Freie zu gehen. Eigentlich hätte sie einen Hut gewollt, dafür hatten wir aber zu Hause kein Geld, dann mindestens ein Kopftuch. Was will ich damit sagen? Vorsicht bei der Vermutung, die Liberalität sei bei uns sozusagen über Nacht gekommen. Auch in unserem Land hat es Jahrzehnte gebraucht, bis die Frauenbewegung sich durchgesetzt hatte, bis die Schwulenbewegung sich durchgesetzt hatte, bis sozusagen wir unser eigenes Verständnis liberalisiert hatten. Auch wir haben lange dafür gebraucht. Ich will damit das Verhalten der polnischen Regierung nicht rechtfertigen, aber ich finde, wenn wir auf einen gemeinsamen europäischen Weg zurückfinden wollen, müssen wir ein bisschen in Erinnerung behalten, wie sind die eigentlich geworden, was sie sind. Und wenn wir uns unsere eigene Gesellschaft angucken, dann finden wir in einem solchen Hörsaal wahrscheinlich für den sofortigen Ausstieg aus der Kohle eine große Mehrheit. Wir müssen aber mal in die Lausitz gehen. Da haben 100.000 Leute früher in der Braunkohle gearbeitet. Jetzt sind da noch 10.000. Seit 25 Jahren versprechen wir denen Ersatzarbeitsplätze. Seit 25 Jahren kommen keine. Die 10.000, die es noch gibt, die sind gut bezahlt, ausgebildet, Tarifverträge. Denen sagen wir jetzt alle durch die Bank, SPD, CDU, Grüne, FDP, Linkspartei, bei euch machen wir die Buden jetzt auch noch zu. Und keine Sorge, wir schaffen natürlich Ersatzarbeitsplätze. Vermutlich ungefähr so viele wie in den letzten 25 Jahren. Achtung! Man muss aufpassen, dass man, das meinte ich vorhin mit dem Hinweis, wer die Arbeiter des Rust Belts verliert, dem helfen die Hipster in Kalifornien auch nicht mehr. Man muss auch in unserem Land aufpassen, dass wir nicht glauben, dass die Debatten der Eliten immer gleich die sind, die sozusagen vor Ort jeder versteht und nachvollzieht. Auch da muss man muss aus der Kohle raus, keine Frage. Aber man muss schon noch verstehen, was Menschen bewegt, was sie motiviert. Das ist die Voraussetzung dafür, sie mit auf den Weg zu nehmen der Veränderung. Das gilt auch in Europa. Wir sind nicht ohnmächtig, aber manchmal sind wir sprach- und verständnislos. Aufzupassen, dass wir einander noch verstehen, ohne immer gleich des anderen Meinung zu teilen. Aber zu verstehen, was bewegt den einen dazu und den anderen dazu. Nicht gleich in Gut und Böse, richtig und falsch zu unterscheiden, sondern erstmal sich auf den Weg zu machen, die Auffassung des anderen zu verstehen. Das ist die Voraussetzung, um am Ende zu einer gemeinsamen Strategie zu kommen. Noch haben wir die nicht. That's it. Und während sich jetzt der Chor hinter mir aufbaut, darf ich nochmal, ohne dass ich jetzt gleich mitsingen werde, aber wir wollen alle nochmal singen, jedenfalls die, die noch da sind, wollen das bitte mit uns gemeinsam versuchen. Lieber Sigmar Gabriel, vielen herzlichen Dank, nicht nur für eine Weihnachtsvorlesung, sondern für ein Weihnachtsseminar, dass wir tatsächlich die Möglichkeit hatten, auch in die Diskussion zu kommen. Auch die Punkte, die tatsächlich ja aufrüttelnd sind, nämlich die Frage, wie sieht denn eine Strategie aus im Hinblick auf unseren moralischen Anspruch? Und wird es tatsächlich so sein, dass wir aus diesem Jahr gehen können und sagen, Respekt, Gerechtigkeit, Geschwisterlichkeit,
auch der Eintritt sozusagen für Rechtsstaatlichkeit und Frieden, nicht nur bei uns, sondern weltweit, ist etwas, was unsere Strategie immer mitbestimmen wird und woran wir uns auch messen lassen wollen. Das ist ja ohne Frage eine Herausforderung, die 500 Jahre nach der Reformation eine besondere ist. Und in der Eindeutigkeit, in der uns heute nochmal dargestellt worden ist, dass wir uns nicht verabschieden können, dass wir nicht austreten können aus dieser Diskussion, sondern dass wir sie tatsächlich am Ende durch Handlung auch auf den Punkt bringen müssen, haben wir viel mitzunehmen für die Tage, die jetzt kommen und ins neue Jahr. Herzlichen Dank nochmal dafür. Wir haben ein kleines Gastgeschenk. Das, was die Leute an der Universität machen, die schreiben Bücher und versuchen, diese Dinge zu klären. Und, das ist sozusagen eine Initiative unseres Präsidiums, sie trinken auch ab und zu Kaffee dabei. Und dass man sich dabei dann immer an die Uni Bayreuth erinnert. Fair gehandelt. Ja, fair gehandelt. Nur. Es gibt hier Becher. Ja, und es ist natürlich bei so einer Veranstaltung auch anderen Personen zu danken. Ihnen natürlich, Magnifizenz meiner gesamten Fakultät, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Instituts für Medizinmanagement. Und ich möchte fünf Frauen dabei besonders erwähnen. Das ist nämlich Frau Fernando, Frau Schönborn, Frau Zocher, Frau Daowan und Frau Schorling. Das heißt nicht, dass unsere Männer nichts getan haben, aber die waren einfach nicht so aktiv wie ihr. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ja, und ich habe den Universitätsverein am Anfang erwähnt, auch Ihnen, Herr Eggers, und dem Universitätsverein herzlichen Dank, dass Sie diese Weihnachtsvorlesung seit dem Beginn tragen und unterstützen und am Ende eben auch den Punsch, den Glühwein und die Lebkuchen sponsoren und nicht nur das. Der Technik, wir haben einen Livestream gehabt und wir werden sehen, wie viele Leute nicht nur in unserem Hörsaal 17, sondern auch an den Geräten, du hast gesagt, die digitale Generation ist da, deinen Ausführungen gefolgt sind. Allen Mitarbeitern, die hier für die Sicherheit gesorgt haben und entsprechend diese Veranstaltung tatsächlich für uns auch möglich gemacht haben. Ihnen beiden, liebe Maren, lieber Lukas, und Ihnen natürlich allen, dass Sie heute gekommen sind und Interesse an unserer Weihnachtsvorlesung und an unserem Weihnachtsvorlesenden gehabt haben. Ich wünsche Ihnen im Namen der Fakultät und der Universität eine gesegnete Weihnacht. Tue das wie in den zurückliegenden Jahren in der Hoffnung, dass Frieden doch mehr einkehren möge als Gewalt und Auseinandersetzung, sei es in Bethlehem, sei es in Berlin, sei es in Brisbane oder Beirut oder aber auch in Bayreuth. Friedrich von Bodelschwing, der Theologe, hat es einmal so formuliert: Wenn wir diesseits und jenseits des Meeres uns besinnen wollten, wie unermesslich viel zu tun ist, und das ist ja angeklungen in der Rede des Bundesaußenministers, wie unermesslich viel zu tun ist, um das Elend zu lindern, die Versinkenden zu retten und den Heimatlosen eine Heimat zu schaffen und das Licht der Nächstenliebe in den dunkelsten Winkel scheinen zu lassen, wir hätten wahrhaftig keine Zeit, uns zu zanken um irdische Dinge. Ihnen allen einen sicheren und guten Heimweg, Gesundheit und Gottes Segen für das Jahr 2018. Genau, wir wollen jetzt noch ein Lied zusammen singen. Ich hoffe, dass die Technik den Text anwerfen wird. Wir singen als erstes zwei Strophen mit dem Chor und danach singen wir dann noch zwei Strophen alle zusammen. Ja.